Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfans, und herzlich willkommen beim Motorsport Talk, der ja von Aaron Vision TV in Verbindung mit der Unterstützung von KW Fahrwerke und Codex und dem Fahrsicherheitszentrum präsentiert wird. Heute mal im Hintergrund nicht die Nordschleife, heute mal im Hintergrund nicht das Fahrsicherheitszentrum. Wir haben uns mal für eine ganz andere Location heute Abend entschieden, nämlich wir sitzen hier in der Pistenklause. Pistenklause. Eigentlich für jeden Motorsportfan, der am Nürburgring ist, für jeden, der Motorsport und Nürburgring liebt, ein Muss hier abends reinzugehen. Hier waren zum Beispiel jeder Formel-1-Fahrer drin. Ich kenne eine Geschichte, muss man sagen, dass damals, den ich immer noch sehr verehre, Ayrton Senna, wie er bei Lotus gefahren ist, am Nürburgring der Formel-1-Lauf war, die Pistenklause voll war und man hat einen Ayrton Senna vor der Tür stehen lassen. Die Pistenklause, wo lange, lange Jahre Sabine Schmitz, die wir alle kennen, hier selbst noch das Bier gezapft hat und den heißen Stein vorbereitet hat. Eine Location, die Tradition hat. Und deswegen haben wir uns heute Abend ganz exklusiv für die Pistenklause entschieden. Und heute Abend sind wir beim Motorsport Talk nicht in einem großen Kreis, denn ich freue mich ganz, ganz recht herzlich, dass er die Zeit heute Abend gefunden hat, ganz exklusiv mit mir, mit euch zu reden. Und sage herzlich willkommen, Christian Menzel. Ich grüße dich. Hallo. Grüßt euch. Christian Pistenklause, hier sind viele Geschichten geschrieben worden. Hier sind wahrscheinlich auch viele Fahrerverträge abends beim heißen Stein oder Pils unterschrieben worden. Verbindet dich persönlich was? Du bist in Langenfeld geboren, wohnst jetzt in Kelberg schon viele, viele Jahre, kennst die Pistenklause. Gibt es für dich ein Einschneiderlebnis hier in der Pistenklause? Also, ich denke generell gehört die Pistenklause, so wie Nordschleife, keine Ahnung, das Brünnchen dazu gehört auch natürlich die Location hier zu dem Ring und zu der Umgebung. Und das ist mit Sicherheit die Szenenkneipe überhaupt. Und wie du schon gesagt hast, hier trifft man sich, hier treffen sich inzwischen natürlich auch wirklich auch alle anderen, die man nicht unbedingt treffen muss, aber das ist halt so, wenn du eine Kultbude bist, dann will auch jeder hin. Und aber ich kann mich entsinnen, dass aus Erzählungen heraus, wirklich in den 70er Jahren, als da war das hier wirklich nur ein Keller und auch nur ein kleiner Raum. Und dann wurden hier ganz üble Partys gefeiert. Und wir sehen auch zum Teil hier noch ja, so Überbleibsel aus der damaligen Zeit, so 70er, Anfang der 80er, so die ganz alten Bilder. Und da wurden hier wilde Partys gefeiert und am nächsten Tag wurden Kränze abgeholt. Also wenn du denen das alles immer glauben darfst, was die Jungs, die hier früher, also früher auch VLN, damals gab es das ja auch schon. 77, glaube ich, war das erste Jahr der VLN und da wurde hier nachts gesoffen auf Teufel komm raus und am nächsten Tag haben die da oben brennen lassen. Das geht in der Form heute nicht mehr. Das ist ganz klar. Aber ich habe ja auch schon viele, viele, viele Stunden verbracht. Wir haben hier Partys gefeiert nach einem guten Rennen und man kann auch super essen hier und man trifft immer einen Haufen Leute. Und während der Woche ist es sehr schön auch hier, weil dann wirklich auch ein bisschen mehr Insider-Publikum da ist. Aber so in der Summe muss ich schon sagen, echt immer eine tolle Location. Auch mit dem Hinweis, Patrizio, der schon seit boah, annähernd 20 Jahren hier auch schon Pächter ist. Du kannst hier sogar am 23. Dezember noch was zu essen bekommen, wo alle anderen in Nürburgring hier schon lange die Bordsteine hochgeklappt haben. Und das zeichnet ihn aus. Er ist für seine Kundschaft immer da und es gibt nur ganz wenige Tage im Jahr, wo hier wirklich verschlossene Türen sind. Ansonsten kannst du hier immer hingehen, Essen ist immer gut und ja, die Gesamtlocation ist einfach ein Stück Nürburgring, muss man schon sagen. Also, auch Kult, liebe Motorsportfreunde. Deswegen haben wir es auch ausgesucht. 1983 ist es mit dir losgegangen, Kartsport. Hast du damals überhaupt schon geahnt, wie du, ja, Go-Gart, sage ich immer, wie du anfingst, Go-Gart zu fahren? Man weiß so viel, dass die Väter bekannte Rennfahrer sind. Darauf kommen wir noch später zu sprechen und die Söhne in den Rennsport gegangen ist. Bei mir ist es nicht bekannt, dass dein Vater irgendwo Rennsport gemacht hat. Hat er dich einfach ins Kart gesetzt oder hast du gesagt, fahr mal Go-Gart und wir schauen mal, wie Also weit dein Christian geht? Go-Gart habe ich noch nie gehört. Also wenn, dann fahren wir Go-Kart, ja, Go-Kart, oder okay. Go-Kart, oder was man im Rheinland schon mal sagt. Und also es ist eigentlich so, um es mal auf den Punkt zu bringen, das Ganze hat nicht 1983 angefangen, Okay. sondern mein Vater hat sehr wohl Motorsport betrieben in den 60er Jahren. Johannes Menzel, ja, Langenfeld bei Düsseldorf. Mein Vater ist früher NSU Sportprinz gefahren beispielsweise, ja, Kennt den überhaupt noch einer?
Doch, doch, wenn du heute noch mit so alten Recken, die so 70 plus sind, die sagen dann sehr wohl noch zu mir, dein Vater war früher mal ein schneller Mann auf der Nordschleife und sollst kaum glauben, aber so war das früher. Und da sind die dann mit so kleinen NSU-Prinzchen gefahren. Ja. Später kam natürlich dann der TT, TTS, aber das war dann etwas später. Naja, und das erste Mal, dass ich mich bewusst daran erinnern kann, am Nürburgring gewesen zu sein, das war 1974, großer Preis der Tourenwagen, Traditionsveranstaltung damals, Nordschleife. Dort habe ich dann so Autos fahren sehen, wie ein Ford Capri, die Werks-Capris, die Werks-BMWs, die 3-Liter-Coupés, Hundeknochen-Escort. Also ich wusste auch schon, was ein Hundeknochen-Escort ist. Ja. Und das war meine erste bewusste Begegnung mit dem Ring. Und dann, da weiß ich auch noch ganz vieles von. Also ich war 3 Jahre alt, aber es ist bei mir komplett eingebrannt in der Festplatte, was dort sind, so gewisse Schlüsselszenen, die ich damals erlebt habe, und die sind heute noch oben drin, und die kriege ich auch, die sind auch, Gott sei Dank sind die da drin. Ich verbinde damit ja eine schöne Zeit und vor allen Dingen auch die Inspiration zu sagen, das möchte ich auch mal machen. Wann hast du den Entschluss gefasst, Profirennfahrer zu werden? Hast du gesagt, ich kämpfe mich jetzt nach oben? Muss ja irgendwann mal bei dir die Klappe gefallen sein. Naja, also ich sag mal, das kann man ja so jetzt nicht programmieren oder planen. Fakt ist, ich bin dann damals natürlich immer noch sehr oft mit meinem Vater hier auf der Nordschleife gewesen. Wir haben uns Deutsche Rennsportmeisterschaft, Formel 2, Formel 3. Ich habe das Glück gehabt, auch so Dinge hier erleben zu dürfen wie R5-Pokal. Weißt du, da kommt so ein Rudel von 50 Autos. Stoßstange an Stoßstange, schieben die sich da durch den Schwalbenschwanz. Ich habe gedacht, die sind alle bekloppt. Und bis man mir erklärt hat, ja, die schieben, die wollen schneller werden, die bumsen sich gegenseitig an, damit da ein bisschen mehr Drehzahl in die Kabinen reinkommt. Und also ich habe wirklich damals hier viel erlebt, viel gesehen. Und natürlich hast du diesen Traum zu sagen, du willst das auch mal machen. Mhm. Dieses Feuer lodert in einem. Der Auslöser war dann eigentlich 1981, hat mein Onkel, also der Bruder von meinem Vater, gesagt, wir fahren wieder Krüchten, Go-Kart fahren. Ja, ich natürlich mit, ne, ganz klar. Und dort habe ich dann meine allerersten Runden überhaupt Kart gefahren, so ein Leihkart. Und dann eine Woche später waren wir dann in Kerpen. Und dann hat es aber sage und schreibe 2 Jahre gedauert, bis ich dann mein erstes eigenes Go-Kart bekommen habe. Ich habe gequengelt wie ein Teufel, jeden Tag immer nur meine Eltern drangsaliert. Muss allerdings dazu sagen, wir hatten damals auch eine Tankstelle, meine Eltern in Langenfeld. Und ich habe halt mir das auch so ein bisschen erarbeitet. Also ich habe immer nach der Schule sofort angefangen, als Pimpf mit 11, 12 Jahren dann schon in dem elterlichen Betrieb mit anzupacken, und habe dann die Waschanlage geschmissen, Innenreinigung gemacht der Autos. Damals war ja doch der Kunde noch viel mehr König und wurde ja noch viel mehr mit diesen Dienstleistungen beglückt. Und ja, und dann damit habe ich es halt auch drangsaliert und gesagt, ja, hier, ich maloche hier, dann will ich auch eine Gegenleistung haben. Ja. Ist ja das, was heute eigentlich ganz vielen fehlt. Und heute kriegst du ja alles hinterhergeschoben. Und also ich habe immer gelernt, dass man vielleicht auch was geben muss, um etwas nehmen zu können. Ja. Und so habe ich dann 1983 dann endlich mein erstes Go-Kart bekommen. Und so fing alles an. Ne. Mit Papa jahrelang unterwegs gewesen. Bis 1990 bin ich Kart gefahren. Und naja, klar, und dann fängt das natürlich so langsam an, dass du sagst, ich habe Ziele und habe Träume, und du versuchst halt dann auch irgendwie, diesen Traum zu verwirklichen. Haben die Eltern von hinten noch mitgeholfen, oder hast du dann wirklich für dich als Christian Menzel gesagt, ich kämpfe mich da durch? Ich habe die Innenreinigung im Auto gemacht, dafür habe ich von den Eltern Geld bekommen. Nein, also es war halt damals so, dass es hieß, okay, wenn du mit anpackst, dann brauchen wir einen Mitarbeiter weniger. Ja. Und dann haben wir vielleicht, kann man eher auch mal argumentieren, dass der Kartsport auch Geld kosten darf. Ja. Mhm. Und das war mit Sicherheit positiv. Aber die Unterstützung dahingehend ist halt eigentlich nur im Go-Kart möglich. Also wenn du jetzt den späteren Schritt im Automobilbereich machst, klar hat mein Vater mir auch noch geholfen. Wir haben ja damals 1991, sind wir dann Formel Junior, Formel BMW ADAC Junior, so glaube ich hieß das sehr lang, der Name. Das war ja dann so die Premiere dieser Nachwuchsserie. Das Auto habe ich dann immer noch mit meinem Vater alleine eingesetzt. Aber natürlich konnten wir da privat nicht viel Geld reinschießen. Also dann ging es dann schon los, dass man sagt, wir müssen irgendwie ein paar Kröten auftreiben. Der ADAC Nordrhein war damals ein großer Förderer von mir, was echt super war.
Und so fängt man halt dann an, irgendwie sich ja in dieser Welt des Automobils hineinzuwühlen. Und man macht natürlich mehr falsch als richtig. Klar. Und aber so fängst du an, natürlich in der Szene ja zu baggern und zu suchen und Leute kennenzulernen und dich dann da mühsam reinzuarbeiten. Und alles nicht so einfach. Da könnten wir, glaube ich, Ja. abendelang drüber reden, wie schwierig das ist und wie viel Glück man noch braucht. Aber eines kann ich immer noch allen mit auf den Weg geben. Wenn man wirklich Ziele hat und diese Ziele auch hartnäckig verfolgt, auch wenn man keine Kohle hat, aber wenn du trotzdem hartnäckig bist, es gibt immer Leute, Gott sei Dank gibt es die auch heute noch, die dir vielleicht trotzdem helfen, weil das eigentlich schon eine Ausnahme ist. Die meisten kriegen ihre Kohle oder irgendwie ihre Förderung nachgeschoben und die Jungs lernen eigentlich nicht mehr richtig zu beißen und wirklich für einen Traum zu leben. Aber wenn du diesen Traum lebst, dann und das über 2, 3, 4 Jahre versuchst, auch wirklich auch so zu leben, gibt es da Leute, die das anerkennen und dir dann auch gerne helfen. Du hast viele, viele Titel gewonnen. Ich war Ah ja. 1998, war ich hier, 24-Stunden-Rennen. Da bist du mit dem BMW 320D angetreten, Diesel. Ja. Habt ihr selbst geglaubt, dass ihr dieses Rennen 98 mit dem BMW 320D gewinnt? Doch klar, haben wir ja vorher ausgerechnet. Habt ihr vorher Haben wir ausgerechnet? Du bist vorher gefahren ausgewusst. mit Hans-Joachim Stuck, Marc Duess, Marc Duess, Andy genau. Bohnensiepen, Ja. Christian Menzel. Nee, ihr habt es nicht vorher Ja, ausgerechnet. natürlich, du musst natürlich ins Ziel kommen, aber wir haben natürlich genau gewusst, was das Auto kann. Wir sind ja 97 damit auch schon am Ring probehalber Ja. gestartet. Einige Wochen später sind wir in den Spa dann mit dem Auto dann damals Dritter im Gesamt geworden und haben ja sehr wohl gewusst, wie schnell so ein Auto ist. Und unser Vorteil war natürlich damals, dass wir bis zu 4 Stunden am Stück fahren konnten. Das hat man das Reglement danach auch geändert. Damals war die maximale Fahrzeit 4 Stunden. Und der Sargnagel waren damals, wenn überhaupt, natürlich Reifen, die 4 Stunden Ja. halten. Die gibt es heute noch nicht so Reifen. Aber wir konnten, gerade im Regen zum Beispiel, es hat damals auch geregnet, konnten wir wirklich diese 4 Stunden Distanzen ausnutzen, bevor wir einmal zum Tanken rein mussten. Weil natürlich damals schon klar war, der Diesel verbraucht nicht viel. Und dann wussten wir, dass wir natürlich pro Stint, wo die anderen zweimal nachfüllen, da fahren, da brauchen wir nur einmal rein. Ja? Und das war natürlich damals schon ein Riesenvorteil, weil die Boxenstoppzeit natürlich auch mitzählt im Rennen. Ne? Aber ich glaube, das Auto hat damals nicht von Topspeed gelebt, sondern auch von Kurvengeschwindigkeit. Ja, ganz genau. Also ich meine, das waren ja damals diese sehr schönen Ja. Supertourenwagen und wo ich ja auch damals dann für BMW 2 Jahre lang gefahren bin, 97, 98, auch mit dem legendären Jägermeister-Auto. Genau. Und das war richtig geiler Motorsport. Diejenigen, die das alles erleben durften, die werden jetzt anerkennend nicken. Und die jetzt das nicht erleben durften, die wissen jetzt nicht unbedingt, was ich will. Aber das ist das, was wir damals da abgezogen haben, ist mit dem Thema, was wir da heute allgemein so serviert bekommen, nicht vergleichbar. Echte Tourenwagen, Blechautos, 2 Liter Hubraum, 300 PS, da sind die Fetzen geflogen. Und um jetzt auf den Diesel zu kommen, im Grunde war das so ein super Tourenwagen-Chassis. Und wir haben dann einfach dann damals diesen neuen 2 Liter Diesel von BMW verpackt. Der hatte damals in der Serie, glaube ich, 136 PS. Nee, Ja, 160, ja, 136 136. PS, ja. Und wir hatten dann im Rennauto so um die 230, 235 Wobei jetzt PS die viele Runde. lachen, 230 gibt es ja mehr auf der Straße heute schon, ne? Ja, eben, ganz genau. Aber damals war das viel. Und wir hatten halt einen riesen Drehmoment in dem Auto. Und dann diese STW-Autos waren halt brandschnell. Die waren tolle Autos, tolle Chassis. Und wir haben wirklich nicht von Topspeed gelebt, sondern eigentlich, wir mussten sehen, dass wir dieses Auto im Schwung halten und dann du bist wirklich in der Tendenz, dann hast du nur vierten, fünften, sechsten Gang gebraucht auf der Nordschleife. Also es Wahnsinn. war zu Beginn wirklich komisch zu fahren, weil du halt keine Drehzahl brauchst. Du musstest erst mal lernen, dass du sagst, 2.500 Umdrehungen Reicht. ist reicht. Ja? Und dann von da aus beschleunigst du hoch auf 3.500, 4.000 und schaltest dann hoch. Das war zu Beginn, war das die Hölle im Auto. Du hast überhaupt nichts gehört und gar kein Gefühl gehabt für eine Kulisse, ne? Für ein Drehzahl. Aber ging gut, hat Spaß gemacht. Aber es war trotzdem schwierig. Denn vor allen Dingen fahr mal 4 Stunden ohne Pause, das ist natürlich hartes Brot. Und wir hatten damals noch ein Problem, ich erzähle die Geschichte immer gerne. Versuch mal 4 Stunden lang ohne zu pinkeln Auto zu fahren. Oder generell 4 Stunden lang. Ja? Das war damals unser Sargnagel auch, dass wir Fahrer wirklich, wenn wir an diese lange Distanz kamen, wir haben parallel sehr viel getrunken. Wir hatten hinterm Sitz so eine riesige Flasche, da waren bestimmt 3, 4 Liter Wasser drin und klare Vorgabe war, wenn wir so lange fahren wollen, müssen wir trinken, trinken, trinken. Ja. Das haben wir dann auch getan, aber wenn du natürlich viel trinkst, dann musst du immer noch mal pinkeln.
Und dann wurde es natürlich schwierig, ne? Da kann ich dir sagen. Können wir aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, du, da blieb keine andere Wahl. Du kannst ja nicht in die Box reinkommen und dann unserem damaligen Entwicklungschef, dem Herrn Reitzler oder wem auch immer, sagen, ich habe mich mal kurz verpisst, ja, und deswegen haben wir das Rennen verloren. Da sagen die, du spinnst wohl. Wobei, ich muss dir sagen, ich habe selbst erlebt beim 24-Stunden-Rennen, musste ein Teamkollege von mir und hat einer hohen Adenauer Forst angehalten. Der Team kriegte die Meldung Ausfall, Adenauer Forst, die damals mit der blauen Werkzeugkiste, Antriebswellen, allen Scheiß dahin, kommen dahin, war das Auto weg und dann fragen sie den Streckenposten, hat gesagt, ja, der ist ausgestiegen, war eben pinkeln. Ja. Aber komischerweise, es gibt Autos, man macht Bremsen, Motoren, alles nur an das Menschliche, aber man hat keine Lösung gefunden. Kannst du keine Toilette einbauen, aber ganz ehrlich, du hast keine andere Wahl, du musst, wenn dem so ist, Dann musst du laufen lassen, ja, so ist das. Und auch wenn es unangenehm ist. Aber es ist alles halb so wild. Ich meine, das machen andere auch. Wie macht das denn ein Radrennfahrer, wenn der mehrere Stunden auf seinem Bock sitzt? Ach du. Und die Jungs lassen auch laufen. Ja. Das ist alles halb so wild, weil du bist ja sowieso, nach mehreren Stunden ist der Anzug klitschnass. Ja. Also ich habe noch nie so einen nassen Anzug gehabt, auch im Oberkörperbereich, weil du schwitzt ja mehrere Liter Wasser aus. Ja. Der Anzug ist einfach nur nass und da kommt es auf das bisschen da unten noch nicht mehr an. Also das ist wirklich alles halb so wild. Aber und du musst auch manchmal Dinge tun, die nicht so angenehm sind. Aber es gibt wirklich Schlimmeres. Wer Kinder hat... Bevor wir weitermachen, die Frage interessiert mich. Wenn der Hans-Joachim Stuck dich abgelöst hat. Der ist ja nur einmal kurz gefahren. Von Auto. Der Hans ist ja auf dem Schwesterauto gefahren. Und das ist ja frühzeitig ausgefallen ist. Und der Hans ist in Wahrheit damals, der war ja auch als vierter Mann bei uns mit drauf genannt. Der ist einen Stint gefahren ganz zum Schluss. Der musste sich dann in diesen Sitz reinsetzen. Darauf will ich ja zurückkommen. Mal ganz ehrlich, wenn du abgelöst worden bist oder einer euch, habt ihr dem anderen gesagt, sorry, ja, da haben wir der sitzt ja, zwar nass und fertig vom Schweiß. Da haben wir ja während des Rennens nicht drüber gesprochen. Der Sitz ist sowieso klitschnass, weil du ja einfach als Mensch auch schwitzt. Und gerade bei so einem Rennen und dann diese langen Distanzen, dann ist so ein Sitz immer nass und da machst du gar nichts. Ist aber alles, das hört sich jetzt für unsere Zuschauer alles ekelhaft an, aber es ist einfach so, mein Gott, du ziehst die Klamotten danach wieder aus, die kommen dann in eine Waschmaschine und gut ist, ja. Und ich habe all diese ganzen Ekeleien als mein Sohn damals auf die Welt kam und ich dem das erste Mal eine Windel gemacht habe, da habe ich sowieso vor all diesen Dingen so ein bisschen die Hemmungen abgelegt. Ja. Bevor wir eigentlich auf ein Thema zu sprechen kommen, hätte ich noch eine Frage an dich. Gab es mal in deiner Karriere einen Punkt, wo du gesagt hast, ich schmeiß alles hin? Gab es den? Schwer zu sagen. Ich meine, es ist immer, sind immer so ein bisschen Auf und Abs dabei, aber eigentlich so richtig hinschmeißen eigentlich nicht. Aber sehr wohl die Thematik, dass es Zeiten gab und immer noch gibt, wo ich sage, ich habe eigentlich verliere immer mehr den Spaß an unserem Sport. Das hat verschiedene Gründe und die ich aber nicht mehr ändern kann. So ist die Zeit, die schreitet voran und ich bin auch inzwischen an einen Punkt angekommen, wo ich sage, ich habe auch keinen Bock mehr, darüber zu reden oder etwas dagegen zu tun. Es ist mir inzwischen, habe ich dann mir eine gewisse Gleichgültigkeit anerzogen und versuche eigentlich nur noch mir zu sagen, mein Gott, welch ein Segen, dass ich zumindest noch Motorsport auf der Nordschleife machen darf. Aber alles, was sonst so ringsherum passiert, fängt mit den Rennstrecken an, die keine Rennstrecken mehr sind. Es sind nur noch asphaltierte Auslaufzonen. Wir haben, wenn du heute den Fernseher einschaltest, egal ob Formel 1, DTM oder welche Rennserie auch immer, du hast nur noch Grundsatzthematiken, sind fast immer nur Track Penalty, Under Investigation. Es macht einfach keinen Spaß. Unsafe Release ist auch ein tolles Wort. Ja, du hast nur noch so einen Krampf und der Motorsport richtet sich in vielen Bereichen wirklich selber hin. Und weil einfach die wahre DNA des Motorsports geht es immer weiter verloren. Und das fängt damit an, dass zum Beispiel wir keine richtigen Rennstrecken mehr haben. Das ist Punkt 1. Mhm. Ja, also auf einer Autobahn kann das jeder. Zweitens, wenn du einen Fehler machst, ist es auch nicht so schlimm, weil du in dem Moment einfach hingehst und fährst über eine asphaltierte Auslaufzone. Du kannst ja mal eine Fuchsröhre probieren mit der asphaltierten Auslaufzone oder am Schwedenkreuz. Das heißt, dass auch ein mittelmäßiger Rennfahrer, wenn du dem sagst, die Ecke geht voll und es geht nicht, dann ist schlimm, dann fahren wir halt über die Auslaufzone. Was soll's denn?
Ja? Mhm. Das, und früher war ja noch zumindest ein Kiesbett da, weil du hattest ja keinen Bock, im Kiesbett zu landen. Genau, da war ja vorbei. Dann war es auch vorbei für dich. Ja, oder zumindest war die Kabelkarre kaputt, weil du, wenn du da durchgeballert bist, hast den Unterboden abgerissen, Spoiler kaputt und. Und die Karre muss erstmal eine Stunde sauber gemacht werden. Das heißt, das ist heute nicht mehr gegeben. Diese Spirits, diese Skills sind nicht mehr da. Und wir haben natürlich heute auch Autos, die alles können. Die einzige Rennserie bei Autos mit Dach, wo ich noch den Hut vorziehe, ist für mich der Carrera Cup, ein Super Cup. Weil das ist mega schwer immer noch. Ja. Motor an der komplett falschen Stelle hinter der Hinterachse, kein ABS. Inzwischen leider auch Pedal Shift. Vor ein paar Jahren hat man noch sequenzielles Getriebe. Ja. Das war noch richtiges Autofahren, das war Racing pur. Und heute wird alles von der Technik quasi dominiert. Ein GT3-Auto heutzutage hat Traktionskontrolle, hat teilweise gab es die sogar mit ESP. Ja. Wir haben Abtrieb wie die Sau, wir haben Mega-Reifen. Und alles bis hin zur DTM, alles was wir heute erleben, ist im Grunde Autorennfahren nach Bedienungsanleitung. Das heißt, du kannst dich individuell ja gar nicht mehr einbringen, weil die Technik und die Charakteristik dieser Autos gibt dir deinen Fahrstil vor. Das heißt, wenn heute ein Formel-1-Fahrer kommt und sagt, ich will gerne DTM fahren, der kann sich dort überhaupt nicht einbringen, weil die zeigen dem erstmal, geben dem einen Katalog und sagen, so mein Freund, du kannst fünffacher Weltmeister in der Formel 1 sein, kannst alles vergessen, was du mal getan hast. So musst du fahren, wenn du mit dem Auto schnell sein willst. Und das macht alles keinen Spaß mehr, oder? Spaß ist ein gutes Stichwort. Deswegen haben wir auch Christian Menzel in die Pistenklause heute Abend mal eingeladen. Denn wir haben uns schon mal öfters unterhalten. Und wenn du sagst, das macht heute alles keinen Spaß mehr, weiß ich aber auch, Christian, du bist ein Riesenfan. Ein Riesenfan, wenn du DTM sprichst, von der alten DTM. Das ist richtig, ja. Und wir sehen ja im Hintergrund... Ja, da blutet einem noch so ein bisschen ein Herz da oben, der BMW M3 E30. Genau. Ivo Daimler, Olaf Manthal, Kurt-Team, Roland Asch. Nochmal Olaf, ja, damals Heinz Isert, ja. Bei dem bin ich auch gefahren, beim Heinz. Bist du bei Isert gefahren? Ich bin beim Isert gefahren, 2 Jahre auch, ja. Ja, hier oben nochmal Heinz Isert, sein Team. Da haben wir noch ein paar STW-Bilder, ja. Nein, es ist definitiv. Ich bin ein Riesenfan dieser DTM, das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil es natürlich eine traumhafte Zeit war mit wunderschönen Autos. Und die Thematik ist halt die, dass diese DTM von damals auch bei mir natürlich so eine Initialzündung ausgelöst hat. Ich war 88, ich wusste schon vorher, dass es DTM gab. Ja klar. Und habe auch schon 87 und so weiter gesehen, dass es den M3 gibt und auch gewusst, dass es tolle Autos sind. Habe ja auch die Magazine früher alle... Ja, heute machst du Internet. Damals haben wir natürlich noch immer auf unsere Magazine gewartet. Sportauto, Rally Racing, Automotorsport. Stimmt, ja. Stimmt. Dann hast du natürlich die alles, ja, so war das früher, ne? Und und 88 habe ich es dann live erleben dürfen. Und zwar bin ich beim 24-Stunden-Rennen gewesen. Und da ist damals, waren 2 Läufe DTM im Vorprogramm. Ja. Und das war natürlich der absolute Megakracher. Da bist du auf der Nordschleife. Ich saß im, ich bin 88 dann im Wippermann gesessen, donnerstags glaube ich, und dann war dann irgendwie freies Training DTM. Geräusch gehört, Auto kam aber nicht. Ich denke, was ist das denn? Ne? Ja. Kam sogar lange nicht, das Auto. Ich habe also im Vorfeld in der Ferne was gehört, was sehr laut war, ein schönes Ansauggeräusch von einem hochdrehenden Vierzylindermotor. Und dann hat es bestimmt 1,5 Minuten gedauert, bis das Auto da war. Und was ist passiert? Es war in Wahrheit war es Markus Österreich, damals auf dem Zackspeed M3. Der ist dann ins Klostertal hochgekommen, Kesselchen Klostertal hoch. Natürlich ne, immer schön 8.500, 9.000 Umdrehungen. Und dann ist der irgendwann, der Sound kam ja von vorne, nicht von hinten. Ja, irgendwann, und irgendwann ist er Anfahrt Steilstrecke hoch zum Karussell, das hat Auto nicht mehr gehört. Und dann durch die Struktur der Berge habe ich den Sound erst wieder wahrgenommen, als er quasi an der hohen 8 oben ankam und dann so um die Ecke, hohe 8, runter zum Wippermann. Auf einmal konntest du wieder was hören und dann plötzlich war dann der Öse dann da und ist dann da Schikane Wippermann über die Curbs geballert an dir vorbei. Und da bin ich da gesessen und habe mir gedacht, wie geil war das denn? Das ist ja ein Traum. Das ist das Geräusch und dann dieses Auto 1:1, so wie du ihn ja auch quasi aus dem Laden kaufen kannst, ja. Alle fanden das damals gut, ne? Oder? War breit genug, waren wunderschöne Autos und dann ballert er da vorbei. Kurz danach kam der Rest der Meute, ja, mit allen möglichen Jungs, Armin Hane, Klaus Ludwig und die ganze Armada, verschiedene Mercedes, Ford, ja. Und
Du hast recht, man konnte ja damals, sag ich mal, wenn du Ansauggeräusch BMW M3 E30, stand dann im Franzgarten oder im Brünnchen eigentlich das Straßenauto oder der Ford Sierra Cosworth. Ich weiß, ein Kollege von mir hat sich einen Ford Sierra Cosworth gekauft. Ja, der war nur eine andere Lackierung auf der Rennstrecke. Oder Mercedes 190e, Evo 1 oder später Evo 2. Ja. Stimmt, du hast recht, die Autos. Ich glaube, als Fan hat man sich identifiziert, gesagt, da fährt mein Auto. Ganz genau, mein das, Auto. Das ist der Punkt. Ich glaube, dass das ein Großteil dieser Faszination neben dem guten Sport, der da geboten worden ist, tolle Rennen, tolle Typen, geile Typen, können wir gleich auch noch mal drauf eingehen, ja. Dass natürlich auch die Markenidentifikation eine ganz andere war. Es ist ein Blechauto gewesen. Nicht irgendein Rohrrahmen mit 100.000 Meter Quadratkilometern Kohlefaserplanken montiert und 98 Stunden im Windkanal oder 198 Stunden, sondern wirklich einfach das Auto, was du auf der Straße auch fährst. Und diese Identifikation war enorm. Ja? Und das ist eigentlich das glaube ich, was so auch diesen Spirit damals ausgemacht hat. Das war ja in der STW nicht anders. Die Leute haben wirklich ihre Autos da fahren sehen. Und heute ist es im GT3-Sport, obwohl wir da aufpassen müssen, wir driften da auch komplett ab. Mhm. Die neueste Generation GT3-Autos hat mit dem Straßenauto absolut nichts mehr zu tun. Aber ich sag mal, die Vorgängerautos, also 997R, Audi R8 und die ganzen Modellreihen, die waren sehr wohl noch, auch für den GT3-Fahrer, der einen Porsche hat, hat dann diese Autos gesehen und gesagt, das ist mein Auto. Und das macht da unheimlich viel aus. Diese Markenidentifikation ist einfach unglaublich wichtig. Ich habe hab damals auch die DTM geguckt mit BMW M3, E30, Cossi, es gab Volvo, es gab Rover Vitesse die ganzen Jahre. Und ich habe wirklich begeistert noch am Nürburgring auf der alten Holztribüne, die du wahrscheinlich auch noch kennst, gesessen, habe den zugejubelt. Ich habe mich immer über viele Jahre gefragt, oder wenn ich heute DTM guck, was hat sich verändert? Alles. Das Kernproblem ist für mich, dass Motorsport heute nicht für Motorsportler gemacht wird oder für Fans, sondern eigentlich für eine ganz breite Masse. Und heute ist der Motorsport sehr stark marketingdominiert und orientiert. Und ja, da jetzt ganz tief drauf einzusteigen, sag mal, wir werden die Welt nicht mehr verändern. Nee. Ich kann nur sagen, dass ich mich mit dem, was da heute passiert, in keinster Weise identifizieren kann, weil ich auch weiß, wie dort gearbeitet wird, was dort gemacht wird. Und wenn man den Motorsport künstlich spannend machen will, dann hört es bei mir auf. Das fängt an mit künstlichen Boxenstopps. Ich kann damit nichts anfangen bei einem Tourenwagenrennen. Für mich heißt, sagen wir mal, dass der Idealfall des Tourenwagensports war für mich die damalige DTM. Wir haben zwei Läufe, a 45 Minuten und dann gab es 45 Minuten lang nur Hau mich drauf. War das die Spannung, hau mich natürlich drauf? Und wer in die Box gefahren ist, für den war das Ding, war die Messe gelesen. Wer in Lauf 1 in die Box gefahren ist, ja, der konnte seine Kabine für Lauf 2 wieder herrichten lassen. Dann hat er vielleicht von hinten eine geile Aufholjagd eingelegt, wo früher fantastische Rennen gewesen sind. Ich erinnere mich an Jockel Winkelhock 92 am Norrisring, wie der von ganz hinten, damals noch mit Yokohama-Reifen, da ja noch ein Reifenkrieg. Ja. Ja, wie der da, keine Ahnung, von Startplatz 18 aus dem Nirvana, hat am Tag vorher noch ein Quali-Rennen fahren müssen und dann gewinnt er das Ding. Ja, das sind so Sachen, vergiss es. Heute gibt es ja die Boxenstopps und dann wird ja einer oder zwei Esel, muss es ja geben, die dann hingehen, dann da draußen diejenigen, die schon einen Boxenstopp gemacht haben, damit ihren abgefahrenen Reifen noch alle schön aufhalten. Mhm. Vergiss es. Und das merkt doch der Zuschauer, oder? Das kann doch keiner sein. Und heute darf ein Rennfahrer auch, ich habe ja noch eine große Klappe, ist mir auch egal, lass mich auch von keinem verbieten. Das kannst du ja mal den Jungs, wenn die einmal ihren Mund zu weit aufreißen, dann stehen die auf der Liste des Abschusses und dann haben die morgen keinen Job mehr. Ja, deswegen sind da alle so schön brav. Gibt ja nur zwei Typen. Für mich hat der Ecki hat eine große Klappe und der Glocki. Ansonsten, die anderen sollen Eckström. Der Eckström, ja, ansonsten braucht doch keiner reden da. Die reden doch auch nur, die reden, tun und machen nur das, was ihnen vorgegeben wird. Waren die Typen damals andere? Natürlich waren die anders. Geh doch mal hin und sag dem Giacotto, Johnny, du hast das und das zu machen. Hör mal, der hat dich vernichtet, allein mit seinem Anblick schon. Echt? Ja, und der Ravaglia hat auch gesagt, ihr könnt mich mal. Und der Steve Soper auch. Und, oder ein Olaf Mantai, oder. Das waren einfach geile Typen. Das gibt's heute nicht mehr. Vergiss es. Ich habe noch eine Szene, ich glaube, es war auf Avus gewesen, wie einer auf dem dritten Platz auf dem Dach ins Ziel war. Quester? Quester, ja. Ich glaube, wenn so was heute passieren würde,
Wird überhaupt noch gewertet werden, wenn einer auf dem Dach durchs Ziel rutscht? Ja, wenn man dann rot macht und die Runde von davor wird gewertet, dann hätte er immer noch Schwein gehabt, ja. Also, um zu sagen, ja, warum zeigt er denn von Vision TV keine Bilder? Also, liebe Motorsportfans, wir wollten wirklich Bilder kriegen. Wir wollten Filme kriegen aus dieser alten Zeit, um diesen Sound der Airbox des BMW M3 mal rüberzubringen, für die, die es nicht kennen. Oder Cossi. Wir haben wirklich in den letzten Tagen alles probiert. So Filme kosten Geld, ja, das Geld hätten wir in der Hand genommen. Ja. Man war leider nicht in der Lage, uns in der Kürze, der Würze dieses Filmmaterial zur Verfügung zu stellen, aber da kommen wir später noch drauf. Aber man merkt deine Emotionen gegenüber früher, wenn du sagst, Ansauggeräusch, die Rennen waren anders. Man ist ein bisschen, Jörg Müller hat es in der letzten Sendung gesagt, WTTC, das war geil. Genau, Rennen. Nach 5 Meter waren die Außenspiegel weg. Wir konnten fahren, auch wenn keine Tür drin war, aber wir haben richtig Rackes gemacht. Genau. Ja, ich habe Jörg auch gesagt, mein Gott, wenn du sagst Marketing, na, kriegt man doch eigentlich heute Tränen in den Augen, oder? Der Sport muss authentisch sein und es funktioniert ja heute auch immer noch so ganz gut, wenn wir jetzt mal, es wird zwar viel gelacht über die Tourenwagen-WM, ich persönlich muss sagen, ich habe ja das Glück, diese Rennen auch kommentieren zu dürfen bei Eurosport, ja. Aber die Rennen als solches sind einfach gut, es sind auch Blechautos und die Jungs fahren sich herzerfrischend in die Karre. Und da steht nicht sofort nach einem Rennen die Pressepolizei im Parc Fermé und sagt dir, was... Pressepolizei. Gibt ja ein Booklet vorher, was du sagen darfst und was nicht. Aha. Und da ist es dann schon so, dann siehst du schon ab und zu, wie die sich noch anfauchen und dann so da hier und da auch mal die Fetzen fliegen. Und so stelle ich mir eigentlich Tourenwagensport vor. Und das ist das, was wir in dieser traumhaften Zeit, sag mal, für mich war so die Hochzeit der DTM, war so von 87 bis, naja, 93 nehme ich auch noch mit rein. Aber da wurde es schon kritisch. Ja. War zwar der Alpha Car mit dabei als Klasse 1 Auto, aber wir haben ja im Grunde haben wir alle gewusst, dass das auf Dauer nicht gut geht, wenn diese Technologie, dieses Wettrüsten in dem Maße weitergehen würde. Und in 96 war ja dann auch mit dieser ITC dann Schluss. Mhm. Die Autos waren zwar auch toll, aber hatten ja dann wirklich mit Serienautos rein gar nichts mehr zu tun. Also für mich ist so 93 ist dann so, würde ich mal als die goldene Zeit sehen. Und danach war eigentlich allen klar, dass das viel zu professionell wird. Und das ist eigentlich das, wo man wieder sagt, ne, stopp, wie gefährlich ist Professionalisierung einer Rennserie, ne? Und wenn Geld die dominierende Rolle spielt. Und das war leider damals der Fall. Aber alles, was davor war, war einfach klasse. Es fängt mit den Autos an, mit der Identifikation, Ansauggeräusch, so ein egal ob es der Evo Daimler war oder auch, ja. Oder auch dann der M3, wenn die so in der letzten Generation, wenn die Motoren über 10.000 gedreht haben, das war Musik. Das hast du kilometerweit gehört. Und jeder, der das damals noch erleben durfte, selbst wenn du hier im Tiergarten gestanden bist, hast du gehört, wenn die oben am Galgenkopf waren, die Autos. Ja, und jede Bodenwelle, Drehzahlspitzen drin. Ich habe die ganzen DTM-Rennen hier damals auch live gesehen. Das war einfach ein Traum. Und zu welcher Zeit wärst du gerne DTM gefahren? Ja, genau in der Ära. Ja. Genau in der Ära? Ja. Das war immer mein Traum. Und meine, ich habe ja dann natürlich nicht diese Art der DTM erleben dürfen selber. Aber ich sag mal, die STW Supertourenwagen war ja im Grunde ähnlich. Ja. Ja. Er hatte nicht ganz so die PS-Zahl und vielleicht auch nicht ganz diese Kultautos wie so ein M3, aber immerhin, es war von der Idee, von der Basis das Gleiche. Wir hatten teilweise bis zu 7 Hersteller in der Serie und da gab es nur eins, Attacke, und da sind nur die Fetzen geflogen. Und da gab es dann auch nur, von BMW hatte damals 4 Autos. Und dann hast du keine 8, 9 Autos und machst da innerhalb deiner vielen Autos dann noch die viele Politik. Ja, sondern da war das eigentlich ein bisschen offener. Es gibt, glaube ich, ein Bild da drin, wo man sich so 3 Autos oder so, ich habe es mal gesagt, so ein bisschen, glaube ich, aneckt. Ja, ne? Das ist so. Wie halt mal eine Kamera rein, das sind diese 3 Autos. Das ist so ein Klassiker, ne? Ja, ja, der Cossi, ja. Der 190er, ne? Genau. Und ist das Harald Groß? Das ist Harald, genau, mein Idol. Rudi Billen, das war, glaube ich, Metzgermeister, ne? Nee, das ist ein Schinkenproduzent. Ja, Schinkenproduzent, ja, habe ich. Ja, ja. Also, wenn man diese 3 Bilder sieht, ja. Hat man da gesprochen. Ja. Dieser Vorfall wird bei den Stewards untersucht. Ja, aber heute wahrscheinlich würde der dann under investigation sein. Ja, das ist der Frank Bieler gewesen, glaube ich. Und dann Snowbeck-Auto, da ist damals der Danny Snowbeck und der Alain Codini gefahren. Ja. Ich weiß nicht, wer am Steuer war. Das mit dem Namen auf der Scheibe kam erst ein Jahr später, die Idee. Ah, okay. Ja. Und war deswegen auch ein tolles Buch hier, das hast du ja mitgebracht, M3-Szene einer Karriere. Ja. Und was halt schön ist, hier geht es also nicht nur um den M3, sondern eigentlich um die Serie als solches. Und wenn man dann hier so blättert, dann schaut man dann ganz wehmütig und so war das, ne? War eine tolle Zeit. Mein Gott, wie jung der Steve noch damals war.
Herrlich. Ja? Ach hier, der Rudi Gemeiner. Das sind so viele Gesichter, die ich auch noch kenne, ne? Die, wo ich das Glück hatte, danach auch mitarbeiten zu dürfen. Wem hast du aus der damals, Zeit? Hammerschläger. Sehr bewundert als Rennfahrer? Alle. Ich habe die Jungs alle für gut befunden, weil es wirklich Typen waren. Ja? Auch später dann so, auch so ein Jockel Winkelhock oder so, ja, mit dem ich auch noch bei BMW zusammenfahren durfte. Einfach Funstypen, geile Typen. Lassen. Die haben sich nicht in so ein Schema hinein drücken lassen, ja. Sondern die waren so, wie sie waren und die waren nur bedingt integrationsfähig. Ja? Was aber gut war. Und das ist ja das, was heute so uns fast bei allen verloren geht. Ne? Haben wir nicht mehr. Und dann wird es künstlich versucht. Ne? Ist ein Typ. Sind keine Typen. Klopp mal drüber. Sind keine Typen. Da wollen sie Typen sein. Und wenn du dann siehst, wie heute sich die viele Rennfahrer via Facebook und Twitter, wie die sich da musst du dir mal vorstellen, wie peinlich ist es denn, dass, weißt du, wenn die sich früher nicht grün waren, dann haben die sich angeschrien. Vielleicht haben sie auch mal sich rechts und links eine verpasst. Dann sind mal die Fetzen geflogen. Passiert in Amerika übrigens immer noch. Das war ehrlich wahrscheinlich. War eine ehrliche Nummer, genau. Ja. Da hat der eine geklebt bekommen, dann war das Thema durch. Vielleicht hinterm LKW, der das keiner mitgekriegt hat. Weißt du, und heute wird dann ein Konflikt via Twitter und Facebook ausgetragen. Immer merken die eigentlich nicht, wie bescheuert die alle sind? Was das von dummer, saublöder Kindergarten geworden ist? Ich käme noch niemals auf die Idee, via Facebook mit einem Rennfahrerkollegen irgendwas auszudiskutieren. Ich suche ein Gespräch, oder? Ja, sollte so sein. Mein Gott, ölverschmierter Quästor, ne? Ja. Ja, aber das ist das, was... Sind Sie so, die Neuzeit so erzogen worden? Ich meine, hatte man früher keine Angst, dass der Teamchef gesagt hat, morgen fährst du nicht mehr, wenn du eine große Klappe hattest? Gab es das da in den... Ja, gab es vielleicht auch, aber ich denke mal, dass die Hemmschwelle eine andere war, oder? War eine andere, natürlich. Du würdest gerne die Zeit zurückdrehen, oder? Hier wird noch Klartext gesprochen, ja, natürlich. Das tun wir ja in der VLN immer noch. Und das ist ja auch deswegen, haben wir ja auch hier innerhalb der VLN, muss ich sagen, qualitativ nicht nur sehr gute Fans, sondern wir haben ja auch im Fahrerlager, was die Leute, die dort arbeiten, angeht, eine gute Qualität. Gerade im professionellen Bereich, das sind alles die Jungs, die früher mal diese Blechautos geschraubt haben, die das heute andere nicht mehr so toll finden, die siehst du heute noch bei der VLN, weil die sagen, ja, hier kann ich noch richtig Racing machen. Wobei, ich muss sagen, ich glaube, es gibt Tourenwagen Revival, nächstes Wochenende Salzburgring. Da sieht man teilweise noch diese alten DTM-Autos. Und ich weiß zum Beispiel, dass auch immer wieder gerne so ein Volker Stritzek und ich weiß auch nächstes Wochenende Christian Danner sogar, der in der DTM ja diesen grünen M3 gefahren hat mit dem Michelin-Männchen. Da gab es Duelle. Das war das Alpine. Alpine Auto. 88, ja. Die immer auch heute, wenn man mal mit Christian Danner mal spricht, komischerweise nicht nur mit Christian Menzel, aber wenn man immer auch noch mit Harald Groß oder so spricht oder mit Christian Danner. Vorgestern hatte ich Alfred Heger hier auf der Nordschleife getroffen und man sagt, ja, BMW-Werksfahrer, Alfred, wie war denn damals der M3 E30? Ja, der hört gar nicht mehr auf zu erzählen. Genau. Ja? Also schon kurios. Glaubst du, dass man in 2040 von der DTM 2016 auch so schwärmt? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich meine, natürlich werden mir jetzt einige Leute vorwerfen und sagen, ja, ist klar, der Typ lebt nur in der Vergangenheit. Ja? Und keine Ahnung. Aber es ist einfach... Schwierig zu beantworten. Natürlich, ich kann mich entsinnen, dass mein Opa auch gesagt hat, früher war alles besser. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Aber ich glaube trotzdem sagen zu können, dass von der Begeisterung und auch von dem, was man da oben in der Birne behält, diese Zeit viel intensiver war, wie das, was wir heute... Wir haben ja auch ein Problem heute. Wir haben ja auch einen völligen Überkonsum an Motorsport. Ja. Es gibt ja inzwischen auch in meinen Augen viel zu viele Rennserien auf der ganzen Welt. Und wir werden ja auch heute, natürlich nicht nur im TV, sondern auch soziale Medien und so weiter, werden ja zugedröhnt. Weißt du, früher war das halt wirklich so. Dann bist du mittwochs, mit feuchten Händen zum Kiosk gefahren, hast du deine Motorsport aktuell gekauft. Du hast dich dann freitags alle 14 Tage oder alle 4 Wochen über ein Sportauto... über eine Rallye-Racing gefreut oder eine Automotorsport. Und das waren deine Möglichkeiten früher, dir Informationen zu ziehen. Einmal die Woche konntest du, weißt du, wie ein Drogenabhängiger, wo du sagst,
Du kriegst kontrollierte Dosen, ja. Methadon, ja, das war dann quasi die MSA. Und heute, ja, wirst du ja nur noch zugeballert. Und ich erwische mich dabei, wie ich teilweise, und dann, jetzt kommt's, und jeder braucht ja jeden Tag irgendeine Story. Merkt eigentlich keiner, wie langweilig und wie belanglos viele Dinge sind. Mich interessiert das nicht, ob der Ferrari-Teamchef eine Kippe weggeschmissen hat, angeblich in den Knast gekommen ist in Singapur. Da geilt sich jetzt alles dran auf. Ja, erstens soll es nicht stimmen und zweitens haben wir nichts anderes auf der Welt, was wichtig wäre. Wäre eine Meldung reicht, dass, und wenn das nicht so ist, haben wir darüber gelacht und so, weil der Typ halt qualmt, wenn er mal eine weggeschmissen hat, dann kommst du halt da erstmal in Bau in Singapur oder musst viel Geld bezahlen. Aber nee, dann da wird nur, weißt du, wie man heute auch versucht, immer irgendwas herbeizuschreiben, herbeizureden, ja, Stallkrieg hier und Rivalitäten dort, wo du wirklich sagst, ich glaube, dass teilweise die Protagonisten, dass der Hamilton und der Rosberg, dass die teilweise gähnen und sagen, ey, schreibt doch, was ihr wollt. Ja? Das ist nicht ansatzweise so grausam, wie ihr das versucht darzustellen. Wenn ich so an der alten DTM so denke, kann ich mich auch, wenn ich, ja, wie du sagst, man kann heute jeden Abend sich zudröhnen lassen per Internet über Motorsport. Aber wenn man so alte Filmaufnahmen sieht von ARD, CDF oder in den Anfängen Dreisat, wo die DTM übertragen haben, da gab's aber auch gar nicht Funksprüche, guck mal, der hat mich bedrängt oder so. Genau, jetzt fällt es mir gerade mal so ein. Erstmal auf die Thematik gleich mal auf Dreisat einzugehen und Live-Übertragung damals war ja auch legendär. Aber genau, wenn du heute einschaltest, ja, dann wird nur rumgeheult. Ja, Track Limits hier, bla bla da, ja. Leute, ich meine, wir alle klagen mal, wir alle sind nicht mit allem glücklich. Aber wir müssen da einfach mal. Und wenn du dann aber sagst, das Arschloch hat mich abgeschossen, dann kommt der DMSB und sagt, Sie müssen 3.000 Euro Strafe bezahlen, weil Sie Arschloch gesagt haben. Ja, das ist kein schönes Wort, das weiß ich. Aber emotional völlig nachvollziehbar. Und ich glaube auch inzwischen, jeden Dreijährigen zu vermitteln, dass man ihm beibringt, wenn man sagt, pass auf, ist nicht gut, kann aber schon mal passieren, dass einer so was sagt. Ja, musst du nur lernen, damit gut umzugehen. Aber ja, weißt du, was willst du denn da noch erwarten? Das ist deswegen für mich, ich kann nur noch abschalten und sagen, da gehe ich lieber auf YouTube und gucke mir irgendwas Schönes, Altes an und erfreue mich daran. Wobei du, ich meine, kommentiere auch schon viele Rennen oder gucke mir Rennen an. Wenn ich auf der DTM so komme, wenn man so zum Beispiel einen Klaus Ludwig oder einen Stuck oder so interviewt, dann Harald Groß auch, wenn dem was nicht gepasst hat, dann haben die, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frau hieß auf Dreisat, die Christa Gierke. Christa Gierke, da hat der gesagt, hör mal, da gehe ich gleich mal hin, den haue ich einen auf den Nuss oder den schiebe ich gleich weg. Das war irgendwo so gang und gäbe. Ja, ja, war ein anderer. Ist weg. Gibt es nicht mehr. Ist weg. Alleine schon so ein Spruch, ja. Dann bist du schon auf der Liste und dann wartet man nur darauf, wenn du das dann wirklich anwenden, umsetzen solltest, dann sagt man, der hat ja angekündigt. Ja, alles schwierig. Aber du hast vorhin ein Stichwort genannt. Erstmal hatten wir ja das Thema Konsum, dass wir heute vielleicht auch viel zu viel Motorsport haben und uns vielleicht auch so ein bisschen diese Distanz fehlt, zu sagen, ich freue mich drauf, in 14 Tagen geht es wieder los oder in 3 Wochen. Ja, weil wir heute einfach nur noch zugeballert werden. Das ist auch ein Vorteil der VLN. Nicht jeden Tag irgendeine scheiß Message in diese Welt hineinsenden, die keiner wissen will, die völlig überflüssig ist, sondern hier bekommst du wirklich in kleinen Portionchen, ja, deine Informationen. Mittwochs kommt die Starterliste, oh, spannend. Ja, das ist richtig. Und weißt du, so, du kannst dich noch über so Dinge, gewisse Dinge freuen. Ja? Ja. Und das ist eigentlich das, was heute durch dieses Zuballern ein bisschen verloren geht. Und damals war das ja revolutionär. 89 hat dann Dreisat, also der Ableger von ARD, ZDF, die haben dann damals diese beiden DTM-Läufe live übertragen. Genau. Das war natürlich eine Sensation. Und es war, man hat das sogar nachher noch ausgeweitet. Es ging nicht nur um diese 2x45 Minuten der Rennen, sondern dann hat man auch noch im Vorfeld Formel 3 gesehen. Ich kann mich kann erinnern, Schumacher, Bartels, die ganzen Jungs, die damals Formel 3 gefahren sind, diese Rennen wurden teilweise auch live, samstags und sonntags, live oder in Zusammenschnitten wurden die übertragen. Carrera Cup damals, ja. All diese Dinge, die wurden 944er, Porsche 944 Turbo Cup. Genau, ja, diese Dinge. Und dann bist du,
als junger Bengel wirklich diese 2,5 Stunden live Motorsport, ja, das gibt es ja kaum noch heute, Formel 1 übertragen, ja, okay, aber damals wurdest du wirklich mit mehreren Rennserien beglückt und dann natürlich dieses Highlight, beide Läufe mit Reparaturpausen, mit Interviews zwischendurch und dann diese Konstellation, Jungs aus der Boxengasse nachstarten und diese Hektik und damals war das auch alles nicht so steuerbar. Ne? Wenn du dann vielleicht Brass hattest, nach Lauf 1, ein bisschen Alarm mit irgendeinem, dann hast du dann auch schon mal einen heißen Spruch losgelassen und so war das dann früher alles viel besser, war die Unterhaltung einfach besser. Du konntest auch damals, wo du das jetzt sagst, man war ja auch damals gezwungen, wenn man Motorsport begeistert war, die DTM kommt oder egal welche Rennserie, über Dreisat, dann gab es zu Hause Mecker, weiß ich bei mir noch. Ballaber. Du musstest vorm Fernseher sitzen, weil jetzt DTM kommt. Heute, ich vollkommen egal, ich gehe abends dann um 22 Uhr vor meinem PC, wenn die Ehefrau schläft und gucke mir das Rennen an. Und du warst damals gezwungen. Oder du, wenn du es live erleben wolltest, hin zur Rennstrecke, da waren die Tribünen voll. Ein bisschen Glück hast du eine Videokassette, aber die musste ja erstmal VHS, aber die musste ja erstmal mal 2,5 Stunden laufen. Verstehst du, weil die Bänder ja gar nicht lang genug waren. So, und ich weiß. Und so kommt dann ein Problem zum anderen. Und ich kann mich auch entsinnen, ich bin dann immer, weil wir noch kein Kabelfernsehen hatten damals, da bin ich immer zu meiner Oma gefahren, weil die hatte das schon. Und dann aus Gier zu gucken? Ja, natürlich. Denn so habe ich die halt besucht früher. Ne? Da war ja ein Grund. Hallo Oma. Die Oma hat gedacht, du liebst die Oma. Und Oma denkt, DTM super, der gucken, Enkel ne? kommt. Ja, in Wahrheit wollte ich jetzt DTM gucken. Und das war damals der Knaller, Rainer Braun. Den ich immer noch vergötter. Und wir haben wirklich einige gute Kommentatoren, aber der Rainer Braun mit seiner Stimme und auch mit seinem Charme, seinem Witz, seinem Wissen, ungeschlagen. Ich höre dem heute noch unglaublich gerne zu. Und das war damals ein Hochgenuss. Ein wirklich jede Minute hast du vor dem Fernseher gesessen und dir das reingezogen. Und dann wird mir eigentlich bewusst, wie wenige sehr gute, wen haben wir heute noch im Fernsehen, wo du mit dieser Leidenschaft jemandem zuhörst und sagst, ein Traum, wenn dieser Mann spricht, haben wir überhaupt noch einen so richtig, der live Fernsehen macht? Wenig, wenig. Naja, ich glaube heute, wenn du siehst von Kommentatoren im Fernsehen oder du kommentierst ja auch Eurosport 24-Stunden-Rennen, ist es auch heute so, dass du, und jetzt kommen wir wieder auf die ganzen Medien, die du zur Verfügung hast, du wirst ja heute als Kommentator, ich erlebe es ja selbst, mit so viel Information zugeballert auf den Monitoren, ja, Abstände, Rückstände, Sektionszeiten, nochmal Einblendung, dass du eigentlich heute gar nicht mehr so wie ein Rainer Braun, den ich auch sehr verehre und sehr gerne höre, auch in Kalli Hufstadt damals, die haben Rennen kommentiert. Die haben das Bild kommentiert, was sie gesehen hatten. Die haben zwar gesagt, naja, bei der Qualifying bong, ist er jetzt auf P1, aber die haben das Rennen, das Geschehen, was sie gerade gesehen haben, kommentiert. Heute sind Datenanalyse, bitte nochmal die Slow Motion. Ja, also, das ist alles so viel, Christian. Du machst heute natürlich Fernsehen für eine Masse. Ja. Und dann gibt es dann immer einen Haufen Argumentationen, dass man dann sagt, wenn wir, keine Ahnung, 1,5 Millionen vom Fernseher haben wollen, davon sind vielleicht 300.000 Insider und der Rest ist halt ein breites Publikum. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber ja, ich würde mir generell trotzdem viel mehr Emotionen wünschen. Also ich meine, es gibt ja auch im Motorradbereich Kommentatoren, die auch sehr laut waren. Ich habe das genossen, ich fand es geil. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, geht gar nicht. Also wo ich dann wieder sage, Kinders, was wollt ihr eigentlich? Ja, alle ergötzen sich daran, wie schön unser 54er WM-Tor in Bern war. Ja. Und ich kann mich heute noch darüber freuen, wenn der Kommentator gut ist, wenn er authentisch ist, dann darf er auch brüllen und schreien. Ich meine, hör dir mal in Italien oder auch in England mal, da ist denn der Humor, der englische Humor auch natürlich gut. Aber ich finde, man muss heute auch Emotionen verkaufen dürfen und auch mal Meinungen. Und heute wollen alle nur immer schön sich so durchwuscheln, immer weichgespülte Antworten. Es ist auch wieder so ein Grund, dass ich sage, ich habe keinen Bock. Deswegen, wenn ich Fernsehen mache, auch kommentiere, dann versuche ich eigentlich schon, die Dinge so zu sagen, wie sie sind und so, wie ich sie auch sehe und so, wie die Realität ist. Gehst du heute noch, wenn du gesagt hast, naja, heute twittern und über Facebook. Du Rennen fährst, Langstrecke oder egal, und du hast irgendwo ein Problem mit irgendeinem rennfahrenden Kollege. Geht ein Christian Menzel noch wie früher, wenn du sagst, die alte DTM-Zeit, ist man hingegangen und sagt, pass mal auf, Kamerad, das war scheiße. Macht ja, dann Christian Menzel? Na klar, gehe ich dann dahin. Oder ich habe keinen Bock drauf, ich sage, der kapiert es eh nicht, dann lasse ich es. Dann wird das beim nächsten Rennen geregelt.
Ja, beim nächsten Rennen geregelt. Dann wird, ja, man muss das so verstehen, dass man ganz kurz den Lack abtauscht. Weiß ich nicht. Ja, aber wenn du sagst Regeln, ja, ist es so. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und sagen ganz kurz unseren Partnern, unseren Unterstützern vielen, vielen Dank dafür. Und wir sind in wenigen Sekunden wieder zurück. Also, liebe Motorsportfans, ganz interessant. Christian Menzel, die Pistenklause, Nürburgring. Also, bis gleich. KW, für jeden Anspruch das richtige Fahrwerk. Ja, wir reden gerade mit Christian Menzel darüber, die goldenen Jahre der DTM, die Autos, die Motorenshaut hatten. Hohe Acht hörte man die Airbox, wenn man in Brünchen oder Pflanzgarten stand. Die Flammen, ich weiß noch, Ford Mustang, Gerd Ruch, wenn er runtergeschaltet hat, da konnte hinten Würstchen grillen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, bin auch schon ein bisschen älter. Ich habe diese Zeiten auch miterlebt und ich habe vorhin schon gesagt, ich habe auf der Holztribüne gesessen und ich bin vollkommen bei dir. Wenn ich heute noch diese Aufnahmen sehe, ja, mir kommen Tränen in den Augen. Christian, du hast auf der Nürburgring-Nordschleife so viel Rennen absolviert. Du bist so viel Autos gefahren. Und hoffentlich fährst auch noch die nächsten 30 und 40 Jahre ganz tolle Autos. Gibt es ein Auto, was du gerne mal fahren würdest auf der Nordschleife? Also ich hatte, wie du schon sagst, das Glück eigentlich in den letzten Jahren wirklich schöne Sachen machen zu dürfen. Also ich meine, diese GT3-Diskussion, die wir ja haben, hin oder her, ich finde sie teilweise ein bisschen übertrieben, aber ja, ist wieder ein neues Thema. Dass die Autos langsamer werden sollten, das ist ein anderes Thema, aber ganz so schlimm finde ich die Thematik als solche nicht. Habe ich schon das Glück gehabt, geile Autos fahren zu dürfen. Ja, und auch davor schon. Und wenn du, ich fahre auch zum Beispiel mit dem Cup Porsche total gerne, also von dem Fahrspaß, obwohl dieses Auto ja locker 25 Sekunden langsamer fährt wie ein aktuelles GT3-Auto, ist dieser Fahrspaß, also diese Kombination aus Abtrieb und Motorleistung und wie schmal sind meine Reifen und dann hast du als Fahrhilfen, okay, du hast ABS, das ist auf der Nordschleife gut, dass du es hast, aber es ist halt noch puristisches Autofahren, also du steigst nach 8 Runden, 9 Runden aus. Ich habe ja auch schon Doppel- und Dreifachstints gefahren und du weißt, was du getan hast. Ne? Also das ist dann so, dass du sagst, jo, alles klar, ist anstrengend, richtig anstrengend, ganz grundehrliche Autos. Aber wenn du mich jetzt fragst, was wäre so mein Wunschauto, da kommen wir wieder zur alten DTM. Ich hätte mal einen wahnsinnigen Bock darauf, mit so einem Auto, so 91er, 92er Stand, sei es ein M3 oder auch ein Evo Daimler oder so, ja, diese Geräte mal über diese Nordschleife zu fahren. Vor ein paar Jahren hatte ich ein ähnliches Erlebnis, da bin ich mit einem Ford Escort gefahren, einem BDA. Rüdel Motorsport, Duisburg, ja, genau. Richtig. Und ganz tolles Auto, toll vorbereitet und dann so ein richtiger Hundeknochen-Escort und wenn der dann auch so 8,5 gedreht hat, dann konntest du auch, die Autos sind ja Gottlob auch noch ein bisschen langsamer, obwohl sie von der Fahrintensität richtig schnell sind und dann fährst du mit so einem Auto Hatzenbach runter, und du siehst, wie dir die Streckenposten zuwinken und auch die Fans, weil die Spaß haben, weil die einfach sagen, geiles Auto, toll. Und das war von der Intensität, war das geil. Einfach schön. Und ich hatte auch das Glück, im Rahmen meiner Sendung Fast Lap, ich arbeite ja auch noch für Automotorsport Channel und habe da gerne eine eigene Sendung. Und dann hatte ich auch
ja, letztes Jahr, 2015, das Glück mit der BMW Classic in Zandvoort, haben wir dann ein Special gemacht, ein M3 Special. Und dort durfte ich das 92er Giocotto Auto fahren, diesen Fina BMW, der damals hier in Nürburgring beim Günther Warthofer, ja, hier, ja. 150 Meter weg, genau. Wurde dieses Auto ja aufgebaut und dann noch ein Jahr lang eingesetzt. Und mit so einem Originalauto durfte ich dann in Zandvoort mich austoben. Und das war so toll, diese Autos zu fahren. Und dann Zandvoort ist ja auch ein bisschen bumpy, geht bergauf, bergab. Ich sagte dir, nach einer Viertelstunde bin ich klitschnass, geschwitzt ausgestiegen, aber mit einer Genugtuung. Ja. Im gleichen Moment durfte ich dann auch ein 2011er Auto fahren, mit dem BMW in Le Mans gefahren ist. Also der E90 BMW quasi. Ja, bestimmt 20 Sekunden schneller oder 15 pro Runde, mag alles sein. Aber der Fahrspaß war da. Wenn ich denke, wenn du sagst, ja, der Fahrspaß war da, gab es in der Langstrecke ja, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wurde immer so genannt die Diva, Arthur Deutken, der auch noch so ein, ich glaube, Dulate war es, die so einen brüllenden M3 E30 genau, eingesetzt haben. Und, haben dann am Schluss aber leider so einen Achtzylindermotor reingebaut und damit dem Auto eigentlich die DNA gestohlen. Also danach war das Ding für mich nicht mehr existent, hat mich nicht mehr interessiert. Wirst du irgendwann mal wie so ein Tourenwagen-Revival mal irgendwo, sehen wir dich mal in so einer Klassik-Serie? Auf jeden Fall, ich bin dafür zu haben. Die Bedingung ist allerdings, dass es wirklich ein Originalauto ist. Und ja. Da sind mir zu viele Bastelbuden bei, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut weh, ja. Ich muss ehrlich sagen, da sind diese nachgebauten Autos, wenn sie perfekt nachgebaut sind, gerne. Aber da sind einfach Kisten bei, wo ich sage, die gehören da nicht hin. Und da bin ich teilweise ein bisschen eher erschrocken, was da für Kabinen rumfahren. Also da fährt ein E36 rum, das STB-Auto getarnt, mit 97er Design, 96er Aerodynamik drauf und hat dann einen Sechszylindermotor drin. Was hat das Auto mit Tourenwagen-Rivalen zu tun? Das Auto hat mit der Thematik von damals nichts zu tun. Und das ist eigentlich das, was ich so an diesem Ganzen so Schönes ist an diesem Thema, was ich dann direkt wieder bemängele und sage, da hat auch ein Gruppe-N-Auto für mich nur bedingt was verloren. Wohl war Breitensport, aber wenn wir jetzt von DTM reden, dann muss das für mich bitteschön auch ein original DTM-Auto sein. Und dann darf der nicht 6000 schalten, weil er Angst um sein Motörchen hat. Also das ist wie ein, weißt du, ja? Die Nadel muss oben sein, ja, oder? Eben, du hast einen Windhund und der darf nur mit dir spazieren gehen. Den musst du auch mal laufen lassen. Ja. Der muss auch mal. Lassen wir heute Autos nicht mehr laufen, Rennautos? Da sind nur wenige bei, die ihre Dinge auch wirklich bis 10.000 drehen. Ich verstehe es ja auch, weil die sagen, Motor, Revision und ja. Aber genauso geht mir einer flitzen, wenn ich dann das alte Danner-Auto, also in dem Fall war es dann das Diebels-Auto, ja, bei der WEC hab hören und fahren sehen. Ja. Genau wie auch ein Auto von der Mercedes Classic, wo der Kurt Thiem draufgefahren ist. Die haben die Dinger richtig fliegen lassen. Der kam den Hatzenbachbogen runter. Genauso, wie es damals war. Genauso, voll ausgedreht, 9,5, 10.000 gedreht. Und du bist dann da am Zaun gestanden. Ich bin so am Zaun gestanden, ja, festgekrallt und habe mir das reingezogen. Ja. Sind dann heute, ich meine, du fährst Porsche, du fährst GTA 3 Autos hier oben, eine Langstrecke, 24-Stunden-Rennen. Sind die emotionsloser wie die alten Kisten? Ja, wir müssen aufpassen. Wir haben auch dahingehend ein Emotionsproblem. Ich bin letztens bei einem VLN-Rennen 7, 6 oder 7, wo ich nicht mitgefahren bin. 7 muss es gewesen sein. Ja, da bin ich eine Runde Mountainbike gefahren und habe festgestellt, mit unseren 130 dB, die wir jetzt da haben, da geht mir auch langsam was ab. Ne? Ich will das nicht mehr. Das macht ja gar keinen Spaß mehr da draußen. Ist dir zu laut? Zu leise. Die Autos sind viel zu leise geworden. Weißt du, wenn früher ein RSR an Porsche um die Ecke kam, dann war das ein Klangerlebnis. Auch ein R, ja, ein GT3 Auto. Wenn die heute mit den Abgasanlagen, mit der erforderlichen Phonzahl um die Ecke kommen, du hörst die Autos teilweise gar nicht mehr. Und das ist, da sehe ich eine ganz große Gefahr drin. Und nochmal, das ist das Problem, was wir auch in der Formel 1 haben. Also ich würde niemals auch nur einen Cent ausgeben, um mir live ein Formel-1-Auto und ein Rennen anzugucken. Ja. Weil die Dinger, man hat diesen Autos die DNA gestohlen. Wenn heute, das heißt, es ist eine Formel Elektrik, dann weiß ich, dass die keinen Krach machen. Klar. Ja? Aber du darfst natürlich jemanden, der die Formel 1 als kleiner Bub verfolgt und auch weiß, wie sich ein Saugmotor anhört, wenn der 18.000, 19.000 dreht und dann dir das anhören muss, wie sich das da heute. Und dann will man dir mit aller Gewalt das immer als toll verkaufen.
genau wie diese Tourenwagen-Serie einmal als toll verkauft werden soll, wie man händeringend immer alles toll redet und man einfach sagt, hör zu Leute, da ist nichts toll, es ist scheiße. Ende der Durchsage, einfach mal Klartext gesprochen. Ja. Es ist ein schlechtes Produkt, die Formel 1, die Rennen können noch so spannend sein. Es kann nicht sein, dass ein Start ist und du hörst die Autos nicht. Wenn früher dort 22 Autos Vollgas gegeben haben im Drehzahlbegrenzer und haben darauf gewartet, die Ampeln ausgehen, da hat die Erde gebebt. Heute hörst du nichts mehr. Irgendwann summt es mal ein bisschen. Ja. Wirklich, ich hatte vor 2 Jahren, war ich beruflich in Singapur, wo auch dann die Formel 1 war, und hatte das Glück, Hotelzimmer, ich mache die Tür auf, boah, taghell, Strecke unter mir. Traum, oder? Mhm. Das war eigentlich ein Traum. Ja, klar. Eigentlich ein Traum. Und es hat sich für mich zu einem ernüchternden Abend entwickelt. Ich habe mir dann aus meiner Minibar eine Dose Bier geholt und wollte mir das erste freie Training abends anggucken, ja, Formel 1. Und dann fahren da diese Staubsauger an mir vorbei. Ich bin nach wenigen Minuten bin ich von meinem Balkon ins Zimmer gegangen, habe mir dort mein Bier weitergetrunken und habe mir den Rest im Fernsehen angeguckt, damit ich zumindest mal sehe, wer ist wie schnell. Aber es gab für mich optisch, als Fan, ich möchte das jetzt sehen und hören, war das für mich eigentlich ein Grund, nach 5 Minuten wegzugehen. Und wenn das der Fall ist, dann hat dieser Sport ein Problem, genau wie mit Klappflügeln oder was das noch alles von Krimskrams gibt. Und ich komme am Ende des Tages, komme ich immer wieder zu so Rennserien wie Carrera Cup, Super Cup oder auch GT Masters, der GT-Sport ist auch nicht schlecht, ja, wo ich sage, okay, da sind die alten Racing-Skills entscheidend. Windschatten, sich zurechtlegen, ransaugen. Heute klappt er seinen Flügel runter, fährt dran vorbei und dann soll ich darüber jubeln? Soll ich jetzt sagen, boah, super Überholmanöver, wo der mit 15, 16 km Überschuss an dir vorbeifährt? Das ist doch Beschiss. Wie dumm muss der Zuschauer sein, der jetzt jubelt? Der hat doch gar keine Ahnung von dem, was er da bejubelt. Ist es, wenn wir wieder, bevor wir zu der Neuzeit kommen, wenn wir DTM sagen, die alte, ganz tolle Autos, und man geht die Neuzeit der DTM, DRS-Zonen. Was ist denn verändert worden, dass man heute DRS-Zonen haben? Weil wir haben doch früher in den 90ern, oder wie du sagst, wir haben doch Windschattenduelle gemacht. Wir konnten doch damals auch uns überholen. Weil der Motorsport heute eigentlich aerodynamisch dominiert wird. Formel 1, sämtliche Formelserien, du musst heute viel Abtrieb haben. Ja, die Autos haben viel Abtrieb, weil das Reglement es erlaubt. Genauso auch die Tourenwagen, DTM, muss ich leider sagen. Leute, ihr entwickelt euch da in eine falsche Richtung. Wer will denn da 85 Flaps an einem Auto sehen? Und wenn die sich einmal berührt haben, fliegen da die Kohlefaserfetzen weg. Ja? Unfahrbar. Und dann ist das Auto unfahrbar. Und dann, wenn ich jetzt, nimm mal ein Beispiel, sehe, Nürburgring DTM, du guckst dir die Aufnahmen an, wenn der Carrera Cup hier in der NGK-Schikane durchballert und dann eine DTM. DTM fährt um diese fetten Würste, muss man drum rumfahren, weil da könnte ja vorne der Splitter und der Unterboden, weißt du, und dann fährt da so ein Cup-Porsche. Die Jungs fahren da mit 50% einer Fahrzeughälfte, ballern die da drüber. Es sind traumhafte Bilder und dann stehe ich als Fan da und sage, das ist Minge GT3, der da fährt, Junge. So eine in die Juchzus. Ich habe zwar keinen, aber so sitzt der Fan. Oder er sagt dann, bei mir im PZ, da steht auch einer. Minge Front hat auch so inne. Wie der Ford Sierra Cosworth, der Evo 1 oder der M3. Das ist der Schlüssel und das ist meine persönliche Meinung. Und einfach mal drüber nachdenken. Ich werde es nicht ändern. Mich kann man vor Ort mit einem dreistöckigen Wippzelt, ist für mich abschreckend. Dann gehe ich dran vorbei. Fühle ich mich nicht wohl. Wenn du jetzt Veranstalter wärst, DTM oder Formel 1, bleiben wir bei DTM. Wie würde heute ein Christian Menzel in 3-4 Sätzen eine DTM ausrichten? Gut, ich meine, natürlich müssen wir jetzt vorsichtig sein. Damals war DTM auch teuer, weil die Hersteller mussten 5000 Basisautos als Homologationsautos bauen. Aber das haben die Fans dann gekauft. Genau, die Autos wurden oft wirklich fleißig gekauft und hat auch, glaube ich, vom Kultfaktor keinem geschadet. Also eine DTM damals nicht mit den Herstellern, bis in Rallye-Sport hinein nicht. Also ich meine Mitsubishi, Ford Escort, Cosworth, dann legendär Lancia Delta Integrale. Ja, ich glaube, dass diese Autos hätten sich nicht ansatzweise so verkauft, wenn sie nicht auch in der Form in ihrem Segment aktiv gewesen wären. Aber der Rallye-Sport hat sich da auch verändert. Natürlich hat sich auch verändert, ja. Na klar. Also ich gucke keine Rallye mehr. Also ich sag mal Lancia Delta Integrale oder so. Genau, jetzt habe ich noch richtig geil geguckt, aber ich vermisse auch dort ein Homologationsauto, was es heute so nicht mehr gibt. Und das war damals schon toll. Und würdest du dir jetzt ein Citroën kaufen? Gibt es einen mit Allradantrieb? Nee, ne?
Wenn es den gäbe, ne? Als Homologationsauto, nee. Glaube ich, könnte ich damit viel mehr anfangen. Ja. Ja gut, es gibt kein Zitat. Ja, stimmt, ja. Du hast recht, ja. Hast vollkommen recht. Ja, ich sage ja, mein Kumpel hat sich damals, ganz ehrlich, diesen Sierra Cosworth gekauft, weil wir den Nürburgring gesehen haben. Also, wenn du mich fragst, ja. Wie Motorsport aussehen soll, ja. Generell muss ich sagen, der Tourenwagensport, jetzt haben wir ja auch in der Tourenwagen-WM so einen 1,6 Liter Turbomotor. Mhm. Der hört sich auch an wie ein Sack Nüsse, muss ich leider sagen. Aber der Sport ist gut, Gottlob. Es wird sich in die Kiste gefahren, fliegen die Fetzen. Gute Typen, die sich auch noch im Parc Fermé mal verbal behaken. Und das ist schon mal viel wert. Aber wir brauchen Sound. Ich persönlich würde jetzt mal diesen ganzen Grünfaktor mal wegdenken. Bei mir wäre es so, ich würde auch sagen, wir gehen wieder auf 2,5 oder 2,7 Liter Motoren. Vierzylinder, Drehzahl Minimum 9.500. Ich denke, wir werden doch hinkriegen, dass der Motor halbwegs hält in der Saison. Und dann muss das Ding Radau machen. Der muss Krach machen, der Klang muss so sein. Er darf nicht einfach nur laut sein. Ich kenne Rennserien, die sind laut, aber sie hören sich nicht gut an. Ja, es muss einfach ein schöner Klang nicht sein. Nicht wehtun. Es muss einfach sich klasse anhören. Warum ist jede historische Rallye, wo ein alter Escort um die Ecke geflogen kommt, warum stehen die Leute und jubeln? Ich habe es live erleben dürfen, mehrmals schon. Wenn so ein Escort um die Ecke kommt, die Leute jubeln, ja. Auch bei einem Gruppe B-Auto, wenn so ein Urquattro, der sich auch brutal auf seine Art anhört. Das kann man sagen, ist ein Turbo. Aber bitte, wenn da so ein Pop-Off-Ventil, wenn der gezwitschert hat, das Ding war einfach geil. Und ja. Wenn du heute siehst, wenn so ein Ruben Zeltner bei einer deutschen Rallye-Meisterschaft mit einem GT3 Porsche um die Ecke kommt und hat dann da eine Abgasanlage drauf, die nicht 130 dB hat, dann jubeln die Leute auch. Wir brauchen wieder etwas, was wirklich greifbar ist für die Leute, guter Sport, Identifikation muss da sein. Ich glaube, dass wir keine dreistöckigen VIP-Zelte brauchen. Ich glaube, dass das mit weniger auch geht. Ich bin ja dafür, dass man Marketing macht, dass man die Leute vor Ort hinholt. Aber ich als VIP brauche keine Bäume am Zelt und einen Laminatboden. Ja? Leute, ich bin zufrieden, wenn ich sage, ich will einen geilen Sport sehen, gut unterhalten werden. Ja. Auch die ich brauche auch keinen Drei-Sterne-Koch. Das geht auch hemdsärmelig. Ja. Ich kenne ganz viele Leute, die gehen zum Fußball und essen eine Currywurst und sind glücklich. Mhm. Ja? Ja. Und und wir müssen einfach mal wieder runterkommen. Ich habe letztens... Und keine 3.000 Euro Strafe aussprechen, wenn einer mal sagt... Arschloch. Das ist ein Arschloch. Ja, Walter Röhrl. Ich habe vor ein paar Tagen einen Pressebericht gelesen oder von Walter Röhrl, der gesagt hat, wenn wir nicht mal irgendwann den Bogen wieder finden, zurück oder anders, wird es für die Formel 1 und respektive auch für die DTM ganz schwer. Mal gucken, ob wir beide... Ja, weil er hat gesagt, dass eigentlich die Art, wie die Autos schnell sind, dem Fahrer aufdiktiert wird, wie er zu fahren hat. Mhm. Du kannst dich heute gar nicht mehr individuell einbringen. Ich bin deswegen ja so heilfroh, auf der Nordschleife zu fahren. Wir haben dort so viele verschiedene Bedingungen. Erstmal haben wir keine Track Limits, sondern wir haben direkt einen Einschlag. Hört sich bescheuert an. Ne? Hätte ich vor 20 Jahren nicht gesagt, um Gottes Willen, da kann man sich wehtun. Das ist auch so. Aber inzwischen sind wir so weit, dass ich sage, mein Gott, ja, wir ich bevorzuge inzwischen wirklich, wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich den Fehler zu akzeptieren. Dann gibt es auch einen lauten Knall. Ja? Ja. Dreimal in meinem ganzen Leben auf dem Nordschleife hat es erst geknallt. Das ist auch so ein Problem unserer jungen Spunte, die alle meinen, alles super. Ja? Die schlagen im Jahr, ich kenne so Vögel, die zerlegen im Jahr drei Autos und lassen sich dann abfeiern, wenn sie mal eine schnelle Runde gefahren haben. Und die Kunst ist ja eigentlich zu sagen, versuch da mal eine Saison lang ohne Kracher, ohne Crash auszukommen. Ja? Dann hast du was gekonnt. Und das ist keine asphaltierte Auslaufzone, wo du reinfährst. Deswegen Nordschleife, wenn es regnet oder die verschiedenen Witterungsbedingungen, auch mal im Regen draußen bleiben zu müssen. Ja. Ja, die eine Hälfte ist nass, die andere trocken. Wer kann denn heute noch mit Slicks im Regen halbwegs Auto fahren? Heute heulen sie alle rum, fahren direkt in eine Box. Ist ja klar, bei 4 Kilometern kann ich auch mal gerade anhalten, ne? Bei Streckenlänge und machen wir mal andere Räder drauf. Auf der Nordschleife musst du ja dreimal überlegen. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die das Fahren auf der Nordschleife noch schön machen, noch spannend machen. Und dieses Theater mit Speedlimits, obwohl das war auch Quatsch alles, aber egal. Aber zumindest, dass wir sagen, wir haben Slow Zones in Form von 60, 120. Ich bin froh, dass wir die haben. Ja, okay. Denn dadurch hat sich auch vieles relativiert. Viele Jungs, die in der Vergangenheit mit Wahnsinn, mit Irrsinn, gerade unter Gelb,
richtig schnell waren, die sind jetzt quasi gehandicapt. Und deren Stern sinkt auch massiv. Und das ist spannend, sag ich, das, was ich immer wollte. Ich war früher der Trottel, wenn ich langsam bei einem schweren Unfall an diesem Unfall vorbeigefahren bin. Da warst du nach einer Idiot. Musst du dich noch blöd anmachen lassen. So, warum bist du nicht schnell genug? Weil ich sage, sorry. Wer hat dich gefragt, die Ingenieure? Ja, du, im Team, die wissen ja auch nicht, warum die Rundenzeit schlecht ist. Ja, die Rundenzeit ist schlecht, die anderen sind schnell. So, jetzt haben wir natürlich nicht von jeder Situation, damals war auch dieses GoPro-Thema noch nicht so, dass du mal den Leuten zeigen konntest, konntest sagen, hier, so fahren andere, so fahre ich. Mhm. Ja, aber wir haben durch diese Regelung, ich finde, es ist schon gut, vor allen Dingen in letzter Konsequenz, haben wir es ja jetzt mit viel, viel Widerstand auch endlich geschafft, gute Ideen von aktiven Rennfahrern mit einzubauen. Mhm. Wo man auch plötzlich keine 200 Streckenposten mehr braucht, weil das war ja mein Argument, wenn man ja 20 macht, bräuchten wir 200 Streckenposten mehr. Ich suche die immer noch, die 200 Streckenposten zusätzlich. Ja, wir haben eine wunderbare Regelung, wir machen zweiphasig, wird das Tempo reduziert. Es klappt aus meiner Sicht sehr gut. Und es ist in der Summe, ist das, was wir da draußen haben, schon eine gute Sache. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass wir es auch da nicht überreglementieren. Wir müssen da auch aufpassen, dass da nicht zu viele Leute rumwursteln, die in Wahrheit vielleicht sich die Taschen voll machen wollen. Ja. Und Sicherheit ist heute ein gutes Thema, mit dem man viel Geld verdienen kann. Tja, wir sehen diese Emotionen. Alte Autos, schreiende Autos, große Drehzahlen, Rennstrecken oder Rennstrecken, die am Computer entstehen, die liegen dem Christian Menzel nicht. Kämpfst du noch für Nürburgring, Christian? Nee, mein Kampf hat sich erledigt. Ich habe ja mal eine Zeit lang mit Sabine zusammen und noch zwei, drei anderen Jungs hier aus der Region haben wir ja mal versucht, für einen Nürburgring in der öffentlichen Hand zu kämpfen. Ich habe da in den zwei Jahren, wo wir das getan haben, sehr viel gelernt. Ich meine, ich bin nicht naiv. Ich weiß, wie Menschen ticken. Aber man lernt trotzdem immer jeden Tag dazu. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht von dem, wie die Region mit dem Thema umgegangen ist. Damals habe ich bemängelt und einfach nicht verstehen können, Sabine auch nicht, dass die Menschen aus der Region nicht mehr tun. Weil um uns geht es ja final. Der Ring gehört uns. Der Ring ist gebaut worden, um dieser Region zu helfen. Ja. Und dann hatte ich mir gedacht, naja, vielleicht fehlt denen die Plattform dazu. Die Plattform haben wir den Leuten gegeben. Dann haben wir festgestellt, aha, wir haben einen Riesenzulauf, aber nicht aus der Region. Aus der Region waren die gleichen Kämpfer, waren immer noch da, die vorher auch schon gekämpft haben. Es sind nicht viele, um es auf den Punkt zu bringen. Aber wir hatten einen wahnsinnigen Zulauf aus dem Fanbereich. Aber auch aus der Region, klar. Und solange die Besitzsituation unklar war, waren die alle total nett zu mir. Toll, was ihr da macht. Das ist ganz toll. Super. Ja, und du denkst in dem Moment, naja, vielleicht kapieren sie es wirklich. Und dann kommt einer um die Ecke, der nichts in der Tasche hat. Ja, kauft den Nürburgring. Wir wussten, dass er nichts in der Tasche hatte. Nach ein paar Monaten ist die Bombe hochgegangen. Ja. Und die gleichen Leute, die an deinem Rockzipfel gezogen haben, gesagt, das ist toll, was ihr macht, drehen sich um und gehen zu dem anderen und sagen, schön, dass sie das ist jetzt in guten Händen. Wir freuen uns darauf. Das ist ganz toll. Und das ist dann so ein Moment, wo du dir sagst, Leute, wisst ihr was? Ich habe es echt für den Ring und für die Region getan. Ich habe mich daran aufgerieben, ja. Ich habe viel Geld verloren dadurch, weil jetzt kommt der Oberknaller. Es gibt sogar Leute, die heute versuchen, den Kontakt zu mir eher, die grüßen zwar nett, aber es ist verlogen, weil ich ja genau weiß von anderen Leuten, was sie hintenrum über mich erzählen. Also es gibt durchaus auch Veranstalter von Trackdays und so weiter, die sagen, lieber nicht mit dem Menzel, weil nachher kriegen wir keine Termine mehr, weil ich ein böser Mensch bin. Ach komm, hör auf. Das ist kein Spaß. Da kannst du mit Sabine auch mal drüber reden. Wir haben das hautnah erleben dürfen. Das tut weh. Um es mal auf den Punkt zu bringen, der neue Besitzer, egal wer es jetzt ist, ist nicht mein Problem. Das Problem ist die Politik und es sind die Menschen, die sich das auch bieten lassen. Das haben wir versucht zu ändern, zu sagen, die Region muss anders mit dem Thema umgehen. Der Druck aus der Region muss größer sein. Und dass man der Politik klar macht, mit uns nicht. Und dann schaust du dir an, Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, und dann gewinnt diese SPD erneut. Und dann, das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich sage, jawohl, dass ich jetzt seit zwei Jahren sage, ich will das nicht mehr, auch nicht mehr kämpfen für etwas, das gibt mir eigentlich recht. Weil, dir noch weh. Natürlich tut es weh. Aber es ist so, ungefähr so, dass du sagst, wie eine Beziehung, um die du aber nicht mehr kämpfst, weil du weißt, es ist eh vorbei. Und das ist bei dem Ring so. Ich wünsche den neuen Besitzern viel Glück. Ich kann nichts Negatives über die sagen. Sie bisher
läuft alles, ist alles wunderbar. Aber wir unterliegen, und das war unser Thema damals, wir unterliegen allen Risiken in der freien Marktwirtschaft. Und damit hängt die ganze Region immer nur an einem Fliegenfänger. Wenn das morgen irgendeinen Grund nicht mehr funktionieren sollte, dann gucken wir alle Bülle aus der Wäsche. Und die Politiker, also Kurt Beck und viele andere, sind immer noch alle in Amt und Ehren oder wie sagt man? Ich habe die Haare schön. Ja, auch nochmal in Ehrenfunktionen, ja. Lächeln alle nett. Und wir sind eigentlich diejenigen, die Suppe dann final auslöffeln dürfen. Und das hat mich schon, muss ich sagen, wirklich erschüttert. Und dann am Schluss werden die noch wieder gewählt. Und jetzt mit Hahn ist ja die nächste Lachnummer. Ich habe mit den Leuten ja in Mainz sprechen dürfen und kann nur sagen, alles Dilettanten, die Herrschaften und Damen in der freien Marktwirtschaft, Hartz IV nach wenigen Monaten. Tja, liebe Motorsportfans, wir lieben den Motorsport, wir lieben den Nürburgring und wir lieben den Nürburgring-Nordschleife. Tja, ich hoffe nicht, dass wir irgendwann nochmal wirklich zusammen mit Sabine Schmitz oder Christian Menzel mal richtig kämpfen müssen, damit das hier mal erhalten bleibt. Nochmal, ich habe wirklich, also Christian, kann mit dem nochmal die Leute, was jetzt alles danach kommt, das ist der freie Lauf des Lebens und der Marktwirtschaft. Und für mich sind die Politiker schuld und natürlich auch die Menschen, die sich entsprechend sowas bieten lassen. Und wir haben versucht, da was gegen zu tun, eine Plattform zu bieten. Und es ist interessant, ne? Also wie alle versuchen, immer nur ich, ja. Und aber der Schuss kann mal ganz schwer nach hinten losgehen. Wir haben jetzt Mitte September, fast Ende September. Wie sieht dein Motorsportjahr noch aus, 2016? Ja, nicht mehr viel, ne? Ich werde jetzt dann am Wochenende fahren, ja. Bei Teichmann-Festo? Teichmann, ja, genau, mit dem Alex Ortem, Alex Herbst, auf dem Gruppe H Porsche. Das Gleiche haben wir vor, auch bei VLN 10 zu tun. Ja, und dann werden die Bürgersteige hochgeklappt in der Eifel, ne? Feierabend, Ende aus, die Maus. Hier passiert nichts mehr. Ganz Jahres Destination. Ja, wir können Achterbahn fahren. Wir können Achterbahn fahren. Da habe ich jetzt auch gelesen, die darf man nicht abreißen. Man wollte die verkaufen. Jetzt habe ich echt gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, die kann man gar nicht abreißen, weil von der Statik her ist die so eingearbeitet im Ringboulevard. Das heißt, wenn wir die abbauen, fällt der Ringboulevard auch zusammen. Ich finde, die sollte stehen bleiben. Es ist einfach ein Mahnmal und einfach auch. Was hat Nico Lisa, der in deine Fußstapfen tappt, muss man sagen. Was steht für Sohnemann auf dem Programm? Für meinen Junior? Gute Frage. Der junge Mann ist ja dieses Jahr das erste Mal auch ein bisschen Nordschleife gefahren. Ja. Und der wird jetzt auch morgen angreifen. Und mit dem Wochenspiegel Cayman und zusammen mit Georg Weiß und dem René Offermann. Mhm. Wie dann bei ihm VLN 9 und 10 aussieht, weiß ich noch nicht. Aber er hat ja auch noch einen Job in Asien. Er muss ja jetzt fliegt er nächste Woche nach Sepang. Sepang, genau. Da fährt die Formel 1 im Rahmenprogramm des Carrera Cup. Die Staubsauger, genau, mit den richtigen Rennautos. Mit den richtigen Rennautos zusammen, ja. Also zumindest vom Krawall her ist dann der Porsche Cup Asia das Highlight an dem Wochenende. Ja. Und da fährt er dann mit. Er hat auch die Chance, die Meisterschaft zu gewinnen. Ist Tabellenzweiter im Moment, Anschluss an Tabellenführer. Und dann hat er noch das Finalrennen in Shanghai mit der WEC zusammen, Anfang November. Ja, mal sehen, ich drücke die Daumen. Bis jetzt hat er sein Nordschleifen-Thema mit Bravour hinter sich gebracht. Er hatte letztens einen kleinen Leibplattenkontakt, so einen Tuscher. Aber er sagte dann, fand ich aber ganz spannend, ne? Also er sagte dann, die Ölflagge war draußen und er reduziert das Tempo, fährt an dem Punkt, wo die Flagge ist, vorbei und da war die Strecke komplett dreckig. Und dann denkt doch jeder, ich ja auch, ja okay, die haben die Flagge rausgehalten, weil die Strecke versaut ist mit Schmutz. Ja. Aber die Ölspur, die kam 150 Meter später erst. Aber da wäre ich wahrscheinlich auch dann, hätte ich auch ein Problem gehabt. Aber ansonsten muss ich sagen, toll. Er kennt ja die Nordschleife schon viel länger in Form von Mountainbike-Fahren. Also er ist ja die ganzen Jahre jetzt immer, wenn ich VLN gefahren bin, hat er immer 2-3 Runden mit dem Mountainbike gedreht in der Zeit. Also er hat von außen ja immer viel Elend gesehen, was da alles so passiert. Und hat mir abends dann immer irgendwelche Videos gezeigt, die sie auf der Strecke aufgenommen haben oder Unfälle oder was er erzählt hat, gesehen hat. Und dadurch hat er eigentlich, doch
einen ganz anderen Bezug zu dieser Rennstrecke, ne? weil der wirklich die Thematik da draußen sehr genau kennt. Und ohne selber jetzt mit dem Pkw da noch nicht drüber gefahren zu sein. Und ich glaube, generell ist das eh keine schlechte Sache. Wir sollten uns auch mal überlegen, wenn wir hier draußen irgendwelche Gelbsünder haben oder so, und Leute, die auffällig sind, ich bin dafür, dass man die knallhart bestraft. Also auch mal sagt, du fährst jetzt mal kein Rennen. Ja. Wir haben übrigens vor einiger Zeit in der Sendung auch vom Jürgen Ahlsen die Forderung oder in der Runde zu sagen, ja, dann ist mal wirklich Schluss. Dann hast du, wie hat er gesagt, deinen Kredit verspielt. Ne? Genau, das sollte so sein. Ich meine, wenn ich jetzt da hoch müsste und habe ein schweres Vergehen begangen, dann kann ich aber immer noch sagen, ich habe 1993 mein erstes Rennen hier gefahren. Mhm. Ich war noch nie hier oben bei euch wegen dem Gelbvergehen. Also ich habe es, wenn, nicht mit Absicht getan. Aber es gibt durchaus Leute, wo du schon sagst, entweder ist der zu blöd dazu und checkt es nicht, ja, oder er macht es mit purer Absicht. Aber wenn da Leute wirklich sind, die das mit Kalkül machen, dann das ist wirklich, hast ja heute mit Kameraaufzeichnungen und so auch eine recht gute Kontrolle und GPS. Wenn da wirklich Leute bei sind, wo man merkt, das geht gar nicht, knallhart einrennen, sperren. Und ich würde diese Kameraden wirklich draußen verpflichten, mit den Streckenposten zusammen draußen mal zu arbeiten. Ja. Jetzt kommt wieder einer und sagt, das geht aus Versicherungstechnik, das geht schon. Ich tue einen Fuffi in der Kasse, dann werde ich eine Versicherung für den Typen abschließen, ja. Dann soll er mal draußen da mitmachen. Und wenn du das draußen mal erlebst, ich hatte das Pech ja auch schon, mal so im Training oder so einen technischen Defekt zu haben und du stehst dann draußen mit den Jungs, hallo, ich bin weggerannt, hör mal. Ich bin stiften gegangen, die haben sich kaputt gelacht über mich. Und dann haben die da draußen noch so ein altes Feldtelefon, weißt du? Gleichzeitig wird hier eine Kuppe abgetragen, völlig sinnlos am Flugplatz. Weißt du, die Kohle, die das gekostet hat, weißt du, wie viel Geld wir in die eine bessere Kommunikationstechnik der Streckenposten, ich gehe noch weiter, wie viele Lampen, Warnlampen, Flashlights man hätte aufstellen können, die auch im Touristenverkehr übrigens funktionieren würden, wenn man das intelligent handhabt, ja, über Fernsteuerung oder vielleicht über ein paar Fans, die dann doch mal draufdrücken und sagen, die Lampen lieber brennen, anstatt alle abzufliegen. Ja. Wie viel Geld hätte man da? Aber wir haben ja alle keine. Ich bin ja auch ein Doof, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe von nichts eine Ahnung. Ich weiß auch, warum ein Auto geflogen ist damals, kann ich dir auch beantworten, aber das passt halt nicht in die Argumentationskette. Ja. Das Auto hat ja nicht einmal abgehoben, es hat ja mehrmals abgehoben. Ja, nur irgendwann ist er mal komplett geflogen. Und die Kuppe geht nicht voll, ganz einfach. Und die Kuppe ist nicht schuld. Genauso, wenn ich in der Eau-Rouge morgen abfliege, werde ich nicht fordern, dass die Strecke umgebaut wird. Dann habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Bevor wir so langsam zum Schluss kommen. Hör mal, mir fällt gerade mal ein, wenn ich so höre, Rennleiter und so, hättest du Bock, mal irgendwann später Rennleiter zu werden? Nee. Mal durchzugreifen, so... Jetzt musst du zum Rennleiter Christian Menzel hoch, um dem mal die Visiten zu lesen. Hätte ich Spaß machen, Christian? Nee, hätte ich keinen Bock drauf. Weil es ist ja so, wenn du zum Beispiel heute hingehst und eine glasklare Situation, die auf der Strecke passiert, versuchst mit deinem Unfallgegner oder mit dem du jetzt draußen irgendwas hattest, versuchst das zu diskutieren. Sag mal, bei 90% der Diskussion rennst du weg und sagst, sag mal, bin ich jetzt Banane oder der andere? Was für eine Wahrnehmung haben wir denn hier? Mhm. Ja? Und dann, keine Ahnung, hat derjenige vielleicht unter Gelb alles falsch gemacht und der beschimpft mich noch und sagt, ich hätte keine Ahnung davon oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, das ist... Obwohl, ich hatte letztes Jahr eine Kollision mit einem, ja, und der kam dann sofort zu mir, hat sich entschuldigt, hat gesagt, ich habe dich nicht gesehen. Und ich möchte mich dafür entschuldigen. Jetzt ist euer Auto komplett kaputt. Ich sag, weißt du was? Ich sag, das ist gar nicht schlimm. Aber dass du dich entschuldigst. Ja. Ich sag, das ist richtig toll. Das ist etwas, was heute so auch wieder verloren geht. Einfach mal zu einem anderen hingehen und sagen, war nicht gut. Man twittert und redet nicht mehr zusammen. Ja, man twittert dann. Ja, oder, man, ja, oder man stellt die Filme auf YouTube und lässt dann diskutieren. Wobei, manche Sachen sind auch diskussionswürdig. Aber also, ich würde mir trotzdem wünschen, dass generell, nicht nur im Motorsport, sondern in allen Sportarten wirklich Funktionärsposten auch wirklich nach Fähigkeiten vergeben würden. Mhm. Das ist teilweise leider nicht der Fall. Ne? Das hat andere Gründe, warum der eine hier und da auf einem Pöstchen links oder rechts sitzt und somit natürlich auch viele Dinge nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Also,
Ja, ja. Es ist alles toll. Wir können, es wird nach außen wird die Welt so schön geredet, ja, aber die Wahrheit ist. Nicht nur im Motorsport. Nicht nur im Motorsport, aber die Realität ist dann leider doch in Wahrheit eine andere. Ne? Wobei wir auch nicht alles schlecht reden dürfen. Nein, ist nicht alles schlecht. Nach dem Motto, früher war alles besser. Aber wir haben natürlich, wenn man so ein bisschen hört, der alte Motorsport, die alte DTM. Ja, ich muss sagen, ich habe vom Christian vorhin gesagt, ich habe gestern Abend noch mal reingeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil ich diese alte DTM, diesen Motorsport, diesen Sound, diese Kämpfe genossen hat. Wir von Aaron Vision TV, vom Motorsport Talk, suchen immer nach neue Themen. Unser Jahr ist ja noch gar nicht um. Christian, müssen wir eigentlich als Aaron Vision TV mal wirklich einen DTM-Talk machen, der alten DTM? Also ich bin mir sicher, wenn ihr sowas machen würdet, wäre da ein gigantischer Zulauf. Wem würdest du einladen? Poh, du. Komm, wen willst du einladen? Wer wären denn deine Typen? Ja, Typen. Ich würde Kläuschen einladen, Olaf, ja, Kurt, Roland Asch. Und dann kann man die Ellen Lohr, wir können diese Liste der Fahrer beliebig fortsetzen. Da ist Heger, Alfred, Groß, Armin Hane, Harald, Frank genau. Schmickler, die Schmicki, ja, Schmicki, der, ja. Der schöne Frank aus Köln, der schönste Mann aus Köln. Aus Rösrath. Früher Köln. Ja, wenn er das jetzt hört, dann dreht er wieder durch, wir ärgern ihn immer. Aber er ist immer noch der Schönste. Typen, die wir so in der Form heute noch selten haben, ja. weil die Szene als solches Typen in der Form nicht mehr erlaubt und zulässt. Ja, liebe Motorsportfreunde, liebe Aaron Vision TV oder Motorsport-Tor, mit allen Motorsport-Fans. Also ich glaube, wir könnten in der legendären Pistenklause mit Christian Menzel noch stundenlang über Motorsport wirklich reden. Dir erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, diese weite Anreise aus hier hoch nach Jürich zu kommen. Acht Minuten. Mit Stau. Ich möchte aber auch kurz ein Wort ergreifen. Also erstmal danke, dass ich da sein durfte. Und ich habe ja auch schon mehrfach sehr aufmerksam euren Motorsport-Talk auch schon beobachtet. Und gefällt mir sehr gut, vor allen Dingen was sehr schön ist. Und das müsst ihr euch auch beibehalten. Ihr macht auch nicht nur eitel Sonnenschein, sondern ihr seid auch in der Lage oder bereit dazu, auch mal kritische Themen aufzugreifen. Und ich glaube, das braucht es auch, weil diese ganze heile Welt, rosa-rot und alles ist nett und toll und wunderbar. Ja, so doof sind unsere VLN-Fans nicht und auch die Leute, die sich hier oben beschäftigen. Und es ist ganz gut, wenn man drüber spricht, weil dann kann man auch konstruktiv was unter Umständen verbessern, weil wir haben hier sehr gute Leute im Hintergrund rund um die VLN, die wirklich gut sind, die ich schätze, Karl Mauer und auch noch einige andere, wo ich genau weiß, dass die ihr Herz am rechten Fleck sitzen haben und wir müssen wirklich hier immer wieder gemeinsam miteinander konstruktiv versuchen, unser Baby zu schützen und dann auch wirklich in sorgsamen Schritten zu verbessern. Ne? Erstmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, so eine Sendung trägt auch dazu bei, das ist der Hintergrund, auch mal wieder Menschen zu zeigen, Rennfahrer zu zeigen, aber auch über so Dinge mal zu reden, nicht nur zu twittern oder auf Facebook, dass man wirklich mal face-to-face damit redet. Ich kann dir eins versprechen, Christian, und auch den Motorsportfans. Wir werden dieses Jahr definitiv, und das ist so mit Aaron Vision TV, mit der Produktionsfirma abgesprochen, wir werden dies Jahr eine riesen DTM-Sendung machen, der alten DTM. Ich habe das schon mal irgendwann im Juli versprochen, aber das weiß selbst, wie schwierig es eigentlich ist, diese ganzen Typen zusammenzubekommen. Ja? Wir sind also mit allen, die da DTM gefahren sind. Du wirst auch mit bei sein. Weil du liebst. Ich merke. Und ich bin aber auch mal DTM gefahren. Das war aber dann schon diese neue DTM. Die neue DTM. Wo dann leider kein Blech mehr dran war, sondern eine Kohlefaser. Ja. Wir werden diese riesen DTM-Sendung machen mit all diesen Typen, mit Christian Menzel, vielleicht noch mit ein paar Autos dabei. Aber bitte, nagelt uns nicht auf den Termin fest. Sie wird definitiv 2016 noch stattfinden. Also guckt auf www.aaronvision.tv auf der Webseite, guckt auf Facebook rein, bleibt auf den Laufenden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Christian, vielen, vielen, vielen Dank für dieses ganz exklusive, private Gespräch. Mich werden einige Leute nachdem wir das gesehen haben, wieder hassen. Nein. Du doch, Leute, wir die haben die Wahrheit sagen, die sind nicht unbedingt beliebt bei einigen. Wir haben uns alle lieb. Aber ich komme damit zurecht. Und ich freue mich über Menschen, die auch die Wahrheit sagen.
Euch morgen ja einen schönen Lauf, achte Lauf zur Langstreckenmeisterschaft. Wir sehen uns allerdings schon wieder am 7. Oktober, wie gewohnt, dann live aus dem Fahrsicherheitszentrum Nürburgring mit einem Thema, was, glaube ich, auch sehr interessant ist. Denn bis jetzt haben wir immer die Männerdomäne im Motorsport gehabt. Wir werden am 7. Oktober euch präsentieren, Frauen im Motorsport, also Frauenpower. Euch noch einen schönen Abend, viel Spaß bei der Langstrecke. Dir für Nicole und Sohnemann noch einen schönen Abend. Danke, komm gut nach Hause. Also, wir sehen uns wieder am 7. Oktober. Bleibt uns treu, euer Wolfgang Drabiniak.